Herzlich willkommen zur 20. Edition des Curry Club Augsburg am 3.11.2016. Passend zur Ankündigung vom Release von Scala 2.12.0. Ja, also nach langer Wartezeit ist es endlich da. Wir machen heute also die Release-Party. Auf jeden Fall. Dein Vortrag muss weiter ausfallen, Ingo. Ah, das tut mir leid. Nein, wir hören zunächst Ingo mit der Fortsetzung seines, mit dem zweiten Teil seines 35-teiligen Vortrags über Supertouring-Maschinen. Und Ingo hat versprochen, dass passend zum T-Shirt auch irgendwas mit Lambda vorkommen wird. Also großen Applaus bitte. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier von jemandem begrüßt wurde, der das Lambda-Man-T-Shirt trägt. Okay. Die Agenda für heute ist, dass wir zum einen mal kurz wiederholen, was wir letztes Mal gemacht haben und dann halt weitermachen. Insbesondere wollen wir erklären, was es für besondere Phänomene bei Supertouring-Maschinen gibt. Und dann wollen wir endlich zum effektiven Topos kommen, ja? Ein mathematisches Alternativuniversum. Insbesondere auf den Teil freue ich mich halt schon seit Monaten einfach. Okay. Also nochmal ganz kurz, wir hatten den Crashkurs zu Ordinalzahlen und da will ich euch nur nochmal den ordinalen Zahlenstrahl zeigen, ja? Hier in einer Spirale aufgewickelt, damit man ihn besser verstehen kann, ja? Die Ordinalzahlen fangen an bei 0, dann geht es weiter mit 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort. Eine Milliarde, eine Fantasilliarde und so weiter. Aber dann geht es halt weiter mit Omega. Omega plus 1, Omega plus 2, Omega plus 3 und so weiter und so fort und so fort. Irgendwann sind wir bei Omega mal 2. Ich nenne das im Vortrag immer 2 mal Omega. Die Grafik ist von Wikipedia, aber ich finde die Konvention dort von der Multiplikation nicht so gut. Also aus meiner Sicht ist es 2 Omega statt Omega mal 2. Aber 2 Omega ist keine Originalzahl. 2 mal Omega. Ja. Ich definiere die Multiplikation andersrum. weil es ergibt für mich mehr Sinn, ja, weil 2 Omega ist so wie 2 mal 17, also 2 mal die Zahl 17. 2 Omega sind also 2 Busse mit je unendlich vielen Leuten drin, ja? 2 Omega. Das würde alles bei der deutschen Sprache. Ja, ja, genau. Die 2 davor schreibt. Genau, aber richtig. Da muss die Mathematik sich ja nicht dran halten. Nee, genau, aber ich habe jetzt die Mathematik bei der deutschen Sprache ausgerichtet. Also auf jeden Fall nach 2 Omega geht es weiter mit 2 Omega plus 1, 2 Omega plus 2 und so weiter und so fort. Irgendwann kommt 3 Omega, nochmal viel später kommt 4 Omega, 5 Omega und irgendwann 17 Omega, 1 Milliarde Omega, irgendwann Omega mal Omega, also Omega Quadrat. Und dann geht es halt immer noch weiter und weiter und weiter und weiter, ja? Also den Zahlenstrahl, den ihr in der Schule kennengelernt habt, der ist nur der allererste Ausschnitt, das initiale Segment davon. So, das sind Ordinalzahlen. Das haben wir letztes Mal noch ein bisschen genauer diskutiert. Und dann haben wir eingeführt, was Super-Turing-Maschinen sind. Super-Turing-Maschinen sind wie normale Turing-Maschinen, das heißt, sie haben ein Band. Wir definieren, dass unsere Bänder immer nur in eine Richtung unendlich lang sind. Also jedes Band hat einen Anfang und dann geht es irgendwie immer weiter. Und wie normale Turing-Maschinen auch, haben Super-Turing-Maschinen ein Regelwerk, was ein endlicher Automat ist. Das Regelwerk selbst ist also nur endlich groß und kann in jedem Schritt halt das Zeichen lesen, was gerade beim Schreiblesekopf ist und daraufhin eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung kann sein, das Zeichen zu überschreiben mit einem anderen Zeichen oder es gleich zu lassen. Und gleichzeitig kann der Schreiblesekopf um eins versetzt werden in jede der beiden Richtungen oder er kann auch an derselben Stelle bleiben. Das sind die Möglichkeiten. Und eine normale Turing-Maschine läuft halt irgendwie endlich viele Zeitschritte lang. Vielleicht hält sie auch nie an und dann hält sie ja nie an, dann geht es halt immer weiter. Aber eine Super-Turing-Maschine, da werden halt die Zeitschritte indiziert nicht durch natürliche Zahlen, sondern durch Ordinalzahlen. Ja? Das heißt, es gibt auch irgendwann einen Zeitschritt Omega. Und danach gibt es einen Zeitschritt Omega plus 1 und so weiter und so fort. Das habe ich hier mal versucht in dieser Skizze zu verdeutlichen, weil eine Möglichkeit, sich Super-Turing-Maschinen anschaulich vorzustellen, ist die, dass es wie normale Maschinen sind, nur dass sie den jeweils nächsten Schritt doppelt so schnell ausführen können wie den ersten. Ja? Also für den ersten Schritt braucht man vielleicht eine Sekunde, für den nächsten eine halbe, danach eine Viertel, eine Achtel und so weiter und so fort. Und dann sind insgesamt nach 2 Sekunden haben wir unendlich viele Schritte schon gemacht und dann kann es weitergehen. Das ist, was passiert, also das ist dann der Zeitpunkt Omega. Ja? Und dann kann die Maschine weitermachen und weiter und weiter und weiter. Und vielleicht schauen wir uns direkt ein Beispiel zu so einer Super-Turing-Maschine an, nämlich diese hier. Die haben wir uns zum Schluss auch ganz kurz angeschaut. Ich zeige dann auch gleich nochmal die Demo. Das Programm von der Super-Turing-Maschine soll so aussehen. Wir starten. Wir schauen, ob in der aktuellen Zeile eine 0 oder eine 1 steht. Wenn da eine 1 steht, dann halten wir an. Wenn da eine 0 steht, dann lassen wir die Zelle aufleuchten. Das heißt, wir schreiben da kurz eine 1 hin und dann schreiben wir wieder in dieselbe Zelle eine 0 hin. Also die flackert kurz auf. Und dann gehen wir immer weiter nach rechts. Ja? Eine normale Turing-Maschine, wenn man einer normalen Turing-Maschine dieses Programm geben würde, dann wäre das halt recht langweilig.
das Verhalten wäre so, dass diese Zelle ganz am Anfang aufleuchtet und dann geht der Schreiblesekopf immer weiter nach rechts und passiert halt sonst nichts Spannendes mehr. Ja? Aber Super-Turing-Maschinen sind ja super. Das heißt, wir können uns überlegen, was macht diese Super-Turing-Maschine zum Zeitschritt Omega, wenn sie also einmal durch ist mit all diesen Dingern. Und da war die Konvention dann so, dass der Schreiblesekopf wieder auf die Anfangsposition zurückgesetzt wird und dass der Zustand zurückgesetzt wird auf einen speziellen Limes-Zustand. Und dass die Bandinhalte durch den Limes Superior gegeben sind. Und das bedeutet Folgendes. So eine Zelle, wenn man sich eine bestimmte Zelle mal rausgreift, dann kann die sich ja im Lauf der unendlich vielen Schritte vorher ändern. Es kann aber, was aber da passieren kann, ist, dass sich die Zelle irgendwann stabilisiert. Ja? Sie wurde 12.000 Mal geändert und ab dort dann blieb der Wert gleich. Wenn das eintritt, wenn sich eine Zelle stabilisiert hat, dann ist dieser Wert, den sie zum Schluss hatte, dann ist das auch der Wert im Grenzwert, im Limes Superior. Sollte die aber sich unendlich oft umentschieden haben zwischen 0 und 1, dann definieren wir, dass der Wert im Grenzwert 1 sein soll. Ja? Gut, und dieses Programm soll also sowohl im Startzustand diese Teile ausführen, als auch in diesem Limes-Zustand. Und jetzt können wir uns eine Simulation von dieser Maschine mal anschauen. Ich habe hier die flasherflag.stm, also ganz kleine domänenspezifische Sprache, um solche Super-Turing-Maschinen zu beschreiben. Das ist immer der aktuelle Zustand, das ist der aktuelle Zelleninhalt und rechts steht, wie die Super-Turing-Maschine darauf reagieren soll. Sie soll keine Bewegung durchführen, aber wenn es 0 war, eine 1 hinschreiben und dann in Zustand Go gehen. Ja? Go ist, lauf immer weiter nach rechts. Also das ist genau die Beschreibung von der Turing-Maschine gerade eben. Und jetzt können wir es laufen lassen, ja? So, und ich hatte letztes Mal schon erzählt, dass es mir Spaß gemacht hat, das in POL 6 zu programmieren. Das funktioniert hier genau nach dem Motto, dass der nächste Zeitschritt immer halb so lang dauert wie der vorherige, ja? So können wir unendlich viele Zeitschritte in endlicher Zeit begutachten. Wir sehen immer, wie die Zelle hier vorne aufleuchtet und wie dann der Schreiblesekopf nach ganz rechts wandert. Die Maschine wird immer schneller und schneller und interessant ist, was jetzt zum Zeitpunkt Omega Quadrat passiert. Da steht nämlich da vorne eine 1 drin. So, und das ist jetzt so ein bisschen bemerkenswert, weil man könnte denken, dass das Programm, was ich hier demonstriert habe, dass es eigentlich eine Endlosschleife gerät. Weil es macht immer wieder dasselbe. Es schaut, ob da schon eine 1 drin ist. Aber wenn es 0 drin ist, dann lässt es die Zelle kurz aufleuchten und geht dann immer weiter nach rechts. Und in der Tat war dieses Programm in der Endlosschleife gefangen. Weil wir haben das gesehen, dass es einmal Omega durchlief und dann zweimal Omega und dreimal Omega und viermal Omega und so weiter. Aber zum Zeitschritt Omega Quadrat konnte das halt ausbrechen. Tim hat letztes Mal dafür einen schönen Namen erfunden, nämlich, dass dieses Programm in einer Omega-Schleife gefangen war, statt einer Endlosschleife. Ja? Und zum Zeitpunkt Omega Quadrat steht hier vorne eine 1. Steht hier wirklich eine 1, weil... Gehen wir es in Ruhe durch. Schauen wir uns ganz kurz nochmal an, was zum Zeitpunkt 17 Omega wäre. Zum Zeitpunkt 17 Omega hat diese 1 hier 17 Mal aufgeleuchtet, aber unendlich oft war es eine 0. Das heißt, zum Zeitpunkt 17 Omega hatte sich die Zelle hier vorne stabilisiert zur 0. Also war es 0. Okay. Aber zum Zeitpunkt Omega Quadrat hatten wir unendlich viele dieser Zeitpunkte. Wir hatten 17 Omega, 18 Omega, 19 Omega. Das heißt, aus dieser Sicht war hier unendlich oft eine 1 drin gestanden. Das heißt, es hat sich überhaupt nicht stabilisiert. Es hat unendlich oft zwischen 1 und 0 fluktuiert. Und daher im Limes eine 1. Daher das Programm. Das ist jetzt der ideale Augenblick, um alle Fragen loszuwerden, wie diese Super-Turing-Maschine funktioniert. Weil dann machen wir gleich weiter. Vor allen Dingen implementiert man halt Super-Turing-Maschinen. Genau. Hat sich jemand von euch angeschaut, wie ich das implementiert habe? Also die ersten paar Zeilen... Das ist so eine Pretty. Schauen, das ist irgendwie AES verschlüsselt gewesen. Ah ja, klar. Sollte das ein Witz auf Perls kosten sein? Das war der Perl Code, genau. Das ist eine ganz normale Routine zum Pretty Printing von dem Tape, ja. Dann hier Pretty Printing von irgendwie Ordinalzahlen, dass ich sage so und so oft Omega. Ich finde es cool, wenn hier wirklich ein Leerzeichen dazwischen ist. Dann hier noch eine Routine, die irgendwie das Delay immer verkleinert und pausiert. Und dann ist hier der fertige Ablauf der Super-Turing-Maschine kodiert. Also ich hatte keinen Zugriff auf ein Super-Turing-Orakel, ja? Wofür dann die domänenspezifische Sprache? Nee, es war ein großer Scherz einfach.
Also man könnte ja wirklich... Ja. Ja, hi. Man könnte ja wirklich nach endlich vielen Zeitschriften abbrechen, Mittel. Ja. Und auf der Basis entscheidend würde wahrscheinlich hier, dass ich dasselbe rauskomme. Ja, genau, das könnte man auch wirklich machen. Ich habe mir auch überlegt, was Cooleres noch zu schreiben, sowas wie was halt man versucht zu simulieren und vielleicht mit einer einfachen Heuristik schon sieht, was passiert. Und wenn nein, wird halt der Benutzer aufgefordert, zu entscheiden mit Hilfe von menschlicher Gedankenkraft, was jetzt der Limes-Zustand ist. Und vielleicht noch soll noch Isabel aufgerufen werden und dann soll er das beweisen. Und nur wenn Isabel den Beweis akzeptiert, geht es wirklich weiter oder sowas. Aber ich habe mich für die einfache Variante des Cheatens aber das solltest du machen, dann haben wir nämlich mal vernünftige Ordinalzahlen, Isabel. Ja, das wäre eine coole Sache. Ne? Soweit ich weiß, gibt es da keinen Typ für Originalzahlen. Was machen wir? Ich habe noch eine Frage. Gerne. Also, ich meine, normale Limes Superior, den würde ich ja definiere ich für eine Zahlenfolge, die indiziert ist über natürliche ja. Zahlen. Ja. Das ist ja hier sozusagen definiert für eine Folge indiziert über irgendeine Originalzahl. Ja, richtig. Genau. Gibt es eigentlich da noch so eine Verfeinerung von dem Limes Superior Begriff? Also, dass zum Beispiel. Also hier hat man ja zumindest intuitiv das Gefühl, es taucht, also 0 und 1 tauchen ja. Endlich häufig auf, ja? Aber ja. 0 taucht häufiger auf. Intuitiv, ja. In Wahrheit sind es beides abzählbar oft, ne? Aber genau, ja. Genau. Aber sozusagen, selbst im Ordinalzeitsinne würde man... Ja. Genau. Also nee, aber du definierst das, also du machst die naive Verallgemeinerung quasi. Wenn es einen Zeitschritt gibt, ab dem die Zelle konstant war, dann ist es der. Ja, und ansonsten ja. Machst du eins. Also man sollte vielleicht nicht über die Anzahl nachdenken, wie oft es 1 oder 0 war, sondern darüber, ob es ab irgendeinem Zeitpunkt immer einen gewissen Wert hatte, dann ist das auch der Wert im Limes Superior, oder ob das halt nicht der Fall war. Und dann ist es 1, per Konvention. Also beim über natürliche Zahlen indizierten Limes Superior kann man sagen, genau dann, wenn es unendlich oft eine 1 ist, dann nehme ich im Limes die 1. Das kannst du dort sagen, ja. Genau, und da geht es jetzt nicht mehr. Ja. Genau. Genau, richtig. Ja. Okay, ein interessantes Phänomen ist das hier, was dann eine Übungsaufgabe sein wird. Wir müssen uns ganz kurz klar machen, was abzählbare Ordinalzahlen sind und was überabzählbare Ordinalzahlen sind. Ja? So, jede Ordinalzahl hat eine gewisse Menge von Vorgängern. Zum Beispiel die Vorgänger von der Ordinalzahl 4 sind 0, 1, 2 und 3. So, und die Menge der Vorgänger von einer Ordinalzahl kann abzählbar sein oder sie kann überabzählbar sein. Zum Beispiel Omega hat abzählbar viele Vorgänger, nämlich alle Zahlen von 0 bis und immer weiter, aber nur natürliche Zahlen. Omega plus 1000 ist auch eine abzählbare Ordinalzahl, weil die Vorgänger von Omega plus 1000 sind halt alle natürlichen Zahlen und dann noch Omega, Omega plus 1, Omega plus 2 und so weiter bis Omega plus 999. Es gibt aber auch überabzählbare Ordinalzahlen. Ja? Gut. Die kleinste überabzählbare Ordinalzahl hat den Namen Omega 1. Es wird schwierig, großen Ordinalzahlen irgendwie explizit beschreiben zu können. Okay, aber um das einzuordnen, also zum Beispiel Omega Quadrat ist immer noch? Omega Quadrat ist immer noch abzählbar, ja. Ist immer noch abzählbar. Ja, es ist schon, also wenn man jetzt einfach mal so anfängt, munter Ordinalzahlen zu potenzieren, dann bleibt man bei den abzählbaren Ordinalzahlen. Aber das ist einfach das Supremum aller abzählbaren, oder? Omega das ist, wäre Omega 1, genau, das Supremum. Das ist eine wunderbare Definition, das Supremum ja. aller abzählbaren. Ja, ja, nee, genau. Ja. Statt Supremum kannst du auch Grenzwert denken, wenn du magst. Also du nimmst alle abzählbaren Ordinalzahlen, die bilden kanonischerweise halt eine streng monoton aufsteigende Folge, deren Grenzwert. Ja, Folge, ja, genau. Aber wir haben ja nicht diesen irgendwie N-Chauvinismus, ja, das wäre ja Folgen, die man nur durch N indizieren wollen. Okay, einer Super-Turing-Maschine schreibt man überhaupt nicht vor, wann sie zu halten hat. Eine Super-Turing-Maschine kann so lange laufen, wie sie laufen möchte, prinzipiell, ja? Es stellt sich aber heraus, dass wir im Open Lab sind, wo ab und zu Musik läuft. Alles klar. Da kann man einfach nichts machen. Ja. Super.
sein möchte. Das geht auch nur dank Puls Audio. Pöttering ist. Ein Hauch auf Leonard Pöttering, ja, genau. Er stellt sich folgendes heraus: Eine Super-Tierung-Maschine, wenn die nach abzielbar vielen Schritten nicht gehalten hat, dann wird die niemals halten. Eine Super-Tierung-Maschine, wenn sie nach abzielbar vielen Schritten nicht gehalten hat, wird sie niemals halten. Genauer, sie wird dann nicht nur niemals halten, sondern sie wird sich danach immer exakt wiederholen. Und der Zeitpunkt, wo diese Wiederholungsschleife anfängt, wird eine abzielbare Ordinalzahl sein. Ja? Also das lässt sich beweisen. Der Beweis ist auch nicht besonders schwer. Man braucht so ein bisschen Ahnung von Ordinalzahlen. Der Beweis ist auch auf der nächsten Folie. Und es ist eine schöne Übungsaufgabe für alle, die fit in Ordinalzahlen sind, ein bisschen drüber nachzudenken. Hängt damit zusammen, dass das Band halt nur abzielbar lang ist. Ja? Auf jeden Fall ist das eine schöne Sache für uns zur Vorstellung. Es gibt nämlich folgendes Resultat. Eine Ordinalzahl kann man genau dann in R einbetten, in den reellen normalen Zahlenstrahl, wenn sie abzielbar ist. So ein Beispiel einer Einbettung haben wir hier schon gesehen. Das hier ist die Einbettung von Omega Quadrat. Hier sehen wir den ersten Omega-Abschnitt, 2 Omega, 3 Omega, 4 Omega, 5 Omega, insgesamt Omega Quadrat. Das ist das Bild von Omega Quadrat. Omega Quadrat plus 1 sähe zum Beispiel so aus, dass ganz rechts nochmal ein Strich ist. Omega Quadrat plus 10 sähe so aus, dass nach diesem Ding nochmal 10 Striche sind. Ja? Okay, und es ist jetzt schön, dass jede abzielbare Ordinalzahl sich in R einbetten lässt. Weil dadurch haben wir folgendes Resultat. Wir wollen ja vielleicht uns Super-Turing-Maschinen irgendwie so vorstellen, als ob sie in der realen Welt realisierbar wären. Ja? Irgendwie mit schwarzen Löchern und Zeitdilatation, wo vielleicht Marc einen Vortrag nächstes Mal drüber halten wird. So, aber es ist schon klar, dass die physikalische Zeit irgendwie indiziert ist durch reelle Zahlen. Ja? Es gibt einen Zeitpunkt 0 Sekunden nach Beginn der Messung, 1 Sekunde nach Beginn der Messung, 1,23 Sekunden nach Beginn der Messung. Ja? Und das Tolle ist jetzt also, das interessante Verhalten von der Super-Turing-Maschine spielt sich immer im Abzählbaren ab und jede abzählbare Ordinalzahl lässt sich nach R einbetten. Ja? Also zumindest mal von diesem rein mathematischen Standpunkt spricht nichts gegen eine physikalische Realisierbarkeit. Die reellen Zahlen genügen aus, um die Zeitschritte zu indizieren. Ja? Das ist ganz schön. Ich habe es, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Also Omega, also heißt das unten, dass sozusagen die Ordinalzahlen, also die Menge der Ordinalzahlen kleiner als Omega 1, ja, sich ordnungserhaltend... Die nicht mehr. Das ist gerade das, was nicht mehr geht. Aber wenn du was ist denn damit gemeint? Achso, jede... Die kleiner sind. Jede echt kleinere. Ja, genau. Genau. Ja. Also die formale Aussage ist die, wenn man eine Ordinalzahl hat, welche abzählbar ist, dann gibt es die Menge all ihrer Vorgänger. Das ist eine geordnete Menge. Und diese lässt sich monoton in R einbinden. Ja. Und übrigens, es spielt keine Rolle, ob man hier R oder Q schreibt, ob man den durchlöcherten Zahlenstrahl nimmt. Ja? Weil wenn man so eine Einbettung nach R hat, kann man überall runden und dann kriegt man eine Einbettung nach Q. Das ist grob die Idee. Okay, also das ist eine sehr, sehr schöne Sache, die auch die gesamte Theorie deutlich vereinfacht von diesen Super-Turing-Maschinen. Okay, und dann können wir uns jetzt um stempelbare Ordinalzahlen kümmern. Im Englischen genannt clockable Ordinalzahlen. Also die Definition ist die, eine Ordinalzahl, also zum Beispiel 7 oder Omega Quadrat, heißt genau dann stempelbar, wenn es eine Super-Turing-Maschine gibt, die genau nach Schritt Alpha hält. Die genau nach Schritt Alpha hält. So, und es stellt sich raus, dass es eine interessante Frage ist, weil nicht einfach alle Ordinalzahlen auf der Welt stempelbar sind. Geh mal so ein bisschen durch, wo wir es schaffen, vielleicht Programme zu finden, die dann genau nach einer gewissen Anzahl Schritte halten. Eine Möglichkeit wäre das triviale Programm, was sofort hält. Das hält nach Zeitschritt 0. So sehen wir also, dass die Ordinalzahl 0 stempelbar ist. Okay? Jetzt ruft jemand von euch ein Programm ein, was genau nach 17 Schritten hält. Wie können wir das machen? Wir nehmen 17 verschiedene interne Zustände. Genau. Und verwenden das Band einfach gar nicht. Genau. Von einem Zustand zum anderen. Genau. Der 17 ist der falsche Zustand. Genau, so geht's, ja. Und statt 17 können wir natürlich auch jede andere endliche, normale, natürliche Zahl nehmen. Ja? So sehen wir also, alle endlichen Ordinalzahlen sind stempelbar. Können wir ein Programm schreiben, was genau nach Zeitschritt Omega hält? Genau das erste Mal nach dem Ende der Zeit. Irgendwie im Limeszustand halten. Genau. Das Programm macht einfach
überhaupt nichts. Meinetwegen geht es immer nach rechts auf dem Band, ist mir egal. Aber sobald der Limes-Zustand eintritt, soll es halten. So können wir genau nach dem Zeitpunkt Omega anhalten. Wir kriegen zweimal Omega hin. Was ist eine Super-Turing-Maschine, die genau nach Zeitschritt zweimal Omega hält? Wir lassen das Band bei 0 schreiben, im Limes-Zustand 1 rein und schauen dann, ob im Limes-Zustand auf eine 1 drin steht. Genau. Und wenn da schon eine 1 drin stand, wissen wir, dass wir schon mal den Limes-Zustand erreicht hatten und machen daher nicht nochmal weiter. Gell? Genau, so kriegen wir zweimal Omega hin. Okay, und mir persönlich macht es Spaß, sich jetzt halt zu überlegen, welche anderen Ordinalzahlen man da jetzt auch noch stempeln kann. Ja? Also jeweils ein Programm zu schreiben, so ein bisschen Übung zu bekommen in der transfiniten Programmierung, sodass wir auf ein Programm schreiben, was zum Zeitschritt 2 Omega plus 1 oder 2 Omega plus 2 oder 10 Omega oder sowas hält. Das sind alles zufälligerweise stempelbare Ordinalzahlen. Der nächste interessante Schritt wäre Omega Quadrat, und da haben wir eben ja schon die Turing. Okay, also das sind mal einfach Beispiele für Ordinalzahlen, welche stempelbar sind. Übungsaufgabe für alle, die Bock drauf haben, zeigt das hier. Wenn man schon zwei Ordinalzahlen hat, von denen man weiß, dass sie stempelbar sind, dann ist auch die Summe der beiden und das Produkt der beiden, dann sind es auch wieder stempelbare Ordinalzahlen. Ja? Okay, und jetzt kommen wir vielleicht auch mal zu einem Negativresultat. Es ist nämlich, wenn man sich so ein bisschen Gedanken macht über die Größenverhältnisse, die hier eine Rolle spielen, völlig klar, dass nicht jede Ordinalzahl stempelbar sein kann. Es kann nicht sein, dass es zu jeder vorgegebenen Ordinalzahl ein Programm gibt, was genau nach dieser Anzahl Schritten hält. Zum einen ist das schon klar wegen der letzten Folie, weil wir haben ja gesehen, dass eine Super-Turing-Maschine, wenn sie hält, dass sie das schon immer bei einer abzählbaren Ordinalzahl macht. Ja? Aber wir können es auch nochmal anders sehen, nämlich wie folgt. Wie viele Super-Turing-Maschinen gibt es? Wie viele verschiedene Super-Turing-Maschinen gibt es? Ich glaube, das können auch alle wissen, die im Brückenkurs waren, gell? Cool. Also so eine Super-Turing-Maschine ist ja immer gegeben durch so eine endliche .txt-Datei, wo ich halt die Zustandsübergänge festlege, ja? Und es gibt abzählbar viele .txt-Dateien. Ja, weil es gibt endlich viele Wörter der Länge 100, endlich viele Wörter der Länge 1000, endlich viele Wörter der Länge 100.000, ne? Und wenn man all diese, wenn man abzählbar viele endliche Mengen vereinigt, kommt wieder eine abzählbare Menge raus. So, also es gibt nur abzählbar viele verschiedene Super-Turing-Maschinen. Und deswegen können auch überhaupt nur abzählbar viele Ordinalzahlen stempelbar sein. Ja, weil jede, wenn eine Ordinalzahl stempelbar sein möchte, muss es ja eine auf sie maßgeschneiderte Super-Turing-Maschine geben. Aber es gibt nur abzählbar viele Super-Turing-Maschinen. Okay? Eine Frage zu dem Argument, was du vorher gesagt hast. Wenn ich richtig verstanden habe, hast du gesagt, wir haben ja schon festgestellt, nur abzählbare Ordinalzahlen können stempelbar sein. Genau. Aber es gibt ja überabzählbare. Richtig, stimmt. Ja, genau. Genau. Das heißt, das Argument davor, das zeigt nur, dass es eine obere Schranke gibt. Also man weiß, alle Ordinalzahlen ab einschließlich Omega 1 sind auf jeden Fall nicht mehr stempelbar, weil das sind überabzählbare Ordinalzahlen. Genau, aber das schließt noch nicht aus, dass es nicht vielleicht, dass vielleicht alle Ordinalzahlen davor stempelbar wären und von denen gäbe es auch überabzählbar viele. Richtig, ja, genau. Deswegen braucht man schon das verfeinerte Argument. Okay, also das heißt, das ist so ein bisschen interessant. Ja? Wir kennen so ein paar Ordinalzahlen, die stempelbar sind. Wir haben auch so ein bisschen ein einfaches Lemma, um neue stempelbare Zahlen zu generieren, wenn wir schon alte kennen. Aber wir wissen gleichzeitig auch, es kann nur abzählbar viele stempelbare Ordinalzahlen geben. Hier noch ein kleines Positivresultat, bevor wir uns genau mit der Struktur der stempelbaren Ordinalzahlen beschäftigen. Ich will es nur ganz, ganz kurz ansprechen. Manche Ordinalzahlen heißen rekursiv. Eine Ordinalzahl ist genau dann rekursiv, wenn Folgendes stimmt. Also es ist ein Begriff, der sich nur auf abzählbare Ordinalzahlen bezieht. Abzählbare Ordinalzahlen kann ich mir immer irgendwie so vorstellen. Jetzt kann ich auch die Striche, weil es abzählbar viele Striche sind, irgendwie crazy durchnummerieren, durch natürliche Zahlen. Also vielleicht ist das Strich 0, das ist Strich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Also ich mache das auf ein Verfahren, ich glaube, das gerade eben hat nicht funktioniert, ich brauche so ein Diagonalisierungsverfahren, sodass jeder Strich hier eine Zahl bekommt, eine natürliche Zahl. Aber das geht, weil es nur abzählbar viele Striche sind. Gut. So bekomme ich eine neue Ordnung auf den natürlichen Zahlen, eine neue Vergleichsordnung, die nichts zu tun hat mit der normalen Ordnung der natürlichen Zahlen. Bei der normalen Ordnung ist 3 kleiner wie 7. Ja?
Und jetzt hängt es halt davon ab, wo wirklich die Position des zugehörigen Striches ist. Gut. Und eine Ordinalzahl heißt jetzt genau dann rekursiv, wenn es eine normale Turing-Maschine gibt, die diese Ordnungsrelation, diese neue, entscheiden kann. Ja? Gut. Und dann kann man sich also überlegen, dass rekursive Ordinalzahlen immer stempelbar sind. Das hängt damit zusammen, dass man die Fundiertheit eines Baumes entscheiden kann, was wir letztes Mal gesehen haben. Okay, will ich nur ganz kurz ansprechen. Okay, was ist die konstruktive Version der vorletzten Aussage? Der vorletzten, was war die vorletzte? Ja, die vorletzte, nur absolut, genau. Das ist eine gute Frage. Ich muss gestehen, dass ich in meiner Metalogik hier klassisch war. Genau. Ja, schlecht. Weil ich meine nächste Frage ist natürlich, wir hätten natürlich gerne eine nicht stempelbare Ordinalzahl jetzt präsentiert. Eine nicht stempelbare? Was wolltest du präsentieren? Ja, naja, das wäre die Frage, die sich anschließt. Ach so, ja, genau. Eine stempelbare Ordinalzahl an. Omega 1. Genau, aber die ist auch nicht abzählbar. Ja, genau, also natürlich eine abzählbare. Also. Genau, also wir wollen eine abzählbare, aber nicht stempelbare Ordinalzahl. Nee, das ist auch noch nicht die Frage, weil das ist noch leicht. Das können wir gleich machen. Okay. Überlegen wir später, würde ich vorschlagen. Ja, Moment. Es reicht schon, wenn du eine, also für die Wahrheit der Aussage reicht es, wenn du eine überabzählbare, nicht stempelbare Ordinalzahl angibst. Genau, aber alle überabzählbaren Ordinalzahlen sind nicht stempelbar. Ja, damit ist ja dann die Aussage irgendwie. Das Problem ist nur, es gibt überabzählbar unendlich viele abzählbare Ordinalzahlen. Ah, okay. Ja. Schauen wir uns noch so ein bisschen die Struktur der stempelbaren Ordinalzahlen in den Ordinalzahlen an. Die ist nämlich recht interessant. Es gibt vier große Sätze, wovon drei angegeben sind und von denen wir einen beweisen wollen. Gut. Zunächst gibt es den sogenannten Beschleunigungssatz. Der sagt aus, dass wenn Alpha plus N stempelbar sein sollte, dass dann auch Alpha stempelbar ist. Dabei ist Alpha irgendeine Ordinalzahl und N eine natürliche Zahl. Also wenn man es irgendwie geschafft hat, ein Programm zu schreiben, was nach zum Beispiel Omega Quadrat plus 17 Schritten hält, dann schafft man es auch, ein Programm zu schreiben, was nach Omega Quadrat vielen Schritten hält. Übungsaufgabe in der transfiniten Programmierung. Ihr müsst es irgendwie schaffen, dass das Programm quasi 17 Schritte immer im Voraus schauen kann und irgendwie dann schon vorher weiß, ob es anhalten wird oder nicht. Ja? Gut, das ist so ein bisschen ein Satz, der zeigt, dass es keine Lücken in den stempelbaren Ordinalzahlen gibt. Ja, weil wenn man Alpha hat und hier ist Alpha plus 17 und man weiß, Alpha plus 17 ist stempelbar, dann sind auch all die Zahlen dazwischen stempelbar. Und auch alle danach. Also alle bis zum nächsten Linusschritt. Genau, das auf jeden Fall schon. Sagt nicht dieser Satz, sondern sagt die elementare Beobachtung vorher. Genau. Die Frage ist nur, was passiert beim Linusschritt? Ja? Genau. So, und ein Satz, der in eine andere Richtung geht, ist dieser große Lückensatz hier. Sei Alpha irgendeine stempelbare Ordinalzahl, zum Beispiel Omega, zum Beispiel Omega Quadrat. So, dann gibt es eine Lücke der Länge größer gleich Alpha in den stempelbaren Ordinalzahlen. Also muss man sich so vorstellen, man hat den ordinalen Zahlenstrahl und jetzt malt man irgendwie rot die stempelbaren Ordinalzahlen an. Und die Aussage ist, es gibt jetzt eine Lücke, deren Länge mindestens Alpha ist, wo alle Zahlen da drin nicht stempelbar sind. Also es gibt richtig große Lücken in den stempelbaren Ordinalzahlen. Und es gibt nicht nur richtig große Lücken, sondern es gibt auch richtig viele Lücken. Ja? Eine Frage zu großen Lücken. Gerne. Die Länge einer Lücke soll bedeuten, ich habe eine nicht stempelbare. Und wenn ich Alpha dazu zähle, bin ich wieder bei nicht stempelbar und alle dazwischen sind nicht stempelbar. Ja, genau. Richtig. Das ist eine Lücke. Genau. Aber die muss jetzt nicht bei der stempelbaren, bei Alpha starten oder so. Die kann eh nur auf diesem Zahlenstrahl sein, oder nicht? Genau. Ja, der große Lückensatz sagt nur, für jedes Alpha gibt es irgendwo ein Fragment von direkt Alpha vielen Ordinalzahlen hintereinander, die alle nicht stempelbar sind. Genau. Okay, und dann gibt es also den Viele-Lückensatz. Der sagt aus, dass wenn Alpha eine schreibbare Ordinalzahl ist, ich will gerade nicht diskutieren, was schreibbar bedeutet, dann gibt es mindestens Alpha viele Lücken der Länge jeweils Alpha in den stempelbaren Ordinalzahlen. Also es gibt nicht nur ein so ein krasses Fragment, wo alle Zahlen nicht eingefärbt sind, wo alle Zahlen nicht stempelbar sind, sondern gleich ganz, ganz, ganz viele.
Gut, so kommt man also irgendwie auf die Idee, dass der ordinale Zahlenstrahl durchsiebt ist von so Lücken, die nicht stempelbar sind. Aber ganz so ist es auch wieder nicht der Fall, weil es gibt noch einen vierten Satz, der nicht auf die Folie gepasst hat. Das ist der lückenlose Blöcke-Satz, Gapless Blocks Theory. Und das sagt wiederum aus, dass wenn Alpha eine Ordinalzahl ist, die wieder gewisse Bedingungen erfüllt, dass es dann auch Bereiche gibt in den Ordinalzahlen, der Länge mindestens Alpha, wo alle Zahlen drin stempelbar sind. Also das ist ein ganz interessantes Zwischenspiel. Manche Sätze sagen irgendwie, es gibt ganz viele und große und lange Lücken, und andere Sätze sagen, es gibt auch ganz viele zusammenhängende Bereiche ohne Lücken, wo also alle Zahlen drin stempelbar sind. Ja? Okay, und ich will eine dieser Sachen hier beweisen, und zwar nur in einer leichteren Version, nämlich den Lückenexistenzsatz. Damit wir so ein bisschen Übung im transfiniten Programmieren bekommen. Wir lesen diese Zeile durch, wir schauen uns die vorherige Folie an und dann klären wir das. Ja? Der Lückenexistenzsatz sagt einfach mal Folgendes aus. Wenn man irgendeine stempelbare Ordinalzahl hat, kommen ja später irgendwann mal Ordinalzahlen, die nicht stempelbar sind. Einfach deswegen, weil nicht alle Ordinalzahlen stempelbar sind. Und die Behauptung ist, es gibt also auf dem Zahlenstrahl irgendwo auf jeden Fall eine Lücke. Ja? Spätestens bei Omega 1 fangen die Lücken an, weil ab Omega 1 keine Ordinalzahl mehr stempelbar ist, allerspätestens. Und die Aussage ist, die erste Lücke von nicht stempelbaren Ordinalzahlen nach der gegebenen hat Länge Omega. Das wollen wir jetzt gleich beweisen. Das ist eine einfache Version, eine Baby-Version von dem Theorem hier. Ja? Das ist eine Lücke, der Länge größer gleich Alpha gibt. Wir zeigen, es gibt zumindest mal eine Lücke, der Länge größer gleich Omega. Okay. So, und das erfordert ein bisschen Konzentration, ist aber auch das Vorletzte, was wir bei Supertool-Maschinen machen wollen, bevor wir zum effektiven Topos gehen. Und wir schauen mal, wie wir das so hinkriegen. Wir brauchen eine Erinnerung, ein Motiv, was ich schon durch viele Curry-Club-Vorträge gezogen habe, nämlich das der Diagonalisierung. Das Konzept der Diagonalisierung sagt generell hier sowas wie, wenn wir unendlich viele Busse mit je unendlich vielen Leuten haben, dann können wir die irgendwie so in einer Schlange arrangieren. Hier habe ich das, glaube ich, so gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dass alle Personen nur in einer Schlange vorkommen, statt in unendlich vielen Schlangen jeweils. Okay? Wozu ist dieses Argument gut? Für viele Fälle. Aber das, was uns jetzt interessiert, ist Folgendes. Eine Super-Turing-Maschine kann andere Super-Turing-Maschinen emulieren. Das kann man sich recht leicht überlegen. Das ist wie bei normalen Turing-Maschinen auch. Also eine Super-Turing-Maschine kann die Beschreibung von einer anderen Super-Turing-Maschine, so eine .txt-Datei, einlesen und dann simulieren, was diese andere Super-Turing-Maschine machen würde. Das geht. Eine Super-Turing-Maschine kann auch zwei Super-Turing-Maschinen gleichzeitig simulieren, indem sie immer einen Schritt von der einen Super-Turing-Maschine simuliert und dann einen Schritt von der anderen Super-Turing-Maschine. Sie muss sich also ihr Band irgendwie einteilen in irgendwie einen Verwaltungsbereich, und dann einen Bereich für die eine Super-Turing-Maschine, die es zu simulieren gilt, und dann einen Bereich für die andere Super-Turing-Maschine. Zum Beispiel könnte man jedes zweite Feld für die eine verwenden, jedes andere zweite Feld für die andere Maschine, oder irgendwie so. Ja? Eine Super-Turing-Maschine kann auch 13.000 verschiedene andere Super-Turing-Maschinen gleichzeitig simulieren, über dieselbe Idee. Und der Punkt ist halt der, dass eine Super-Turing-Maschine auch unendlich viele andere Super-Turing-Maschinen simulieren kann. Indem man zum Beispiel jedes zweite Feld auf dem Band zur Simulation von der ersten Super-Turing-Maschine verwendet. Und jetzt sind ja immer noch abzählbar viele Zellen frei auf dem Band. Da verwendet man wiederum jede zweite zur Simulation der zweiten Super-Turing-Maschine. Und die anderen hat man noch für die restlichen zur Verfügung. Da verwendet man wieder jede zweite zur Simulation der dritten. Man hat wieder noch unendlich viele frei und so weiter und so fort. Okay. Also eine Super-Turing-Maschine kann unendlich viele andere Super-Turing-Maschinen in verzahnter Art und Weise simulieren. Und zwar auf eine solche Art und Weise, dass wenn einmal Omega-Schritte durch sind von diesem Simulationsprogramm, dass dann auch Omega viele Schritte in all den einzelnen simulierten Super-Turing-Maschinen durch sind. Also absehbar viele. Ja, absehbar viele, ja. So, das ist eine Sache, die man einmal akzeptieren muss oder wo man sich einmal wirklich ganz genau hinsetzt und sich überlegt, wie das eine Super-Turing-Maschine wirklich machen könnte. Ja? Wie sie all die Verwaltungsinformationen kodiert zur Simulation. Aber das ist eine Sache, die wir hinnehmen wollen, und damit können wir den Beweis jetzt gleich führen.
das wäre ein guter Zeitpunkt für Nachfragen. Ja. Dann. Warum hast du die Addition nicht umgedreht? Weil ich entscheide mich in meinen Zeichnungen immer, wo ich das Postbüro hinzeichne, wo die Leute anstehen. Und da habe ich ja Freiheit, ob ich das Postbüro nach links oder nach rechts setze. Und ich setze bei dir ist jetzt 2 plus Omega ist Omega. 2 plus Omega ist Omega. Ja, genau. Vorne die endliche gar keine Rolle. Ja. Was früher bei 2 Omega gleich Omega auch der Fall war. Aber ja, jetzt, genau. Ja. Also das ist ja eigentlich besser sinnvoller, dann das Postbüro auf die andere Seite zu schreiben. Also wenn du sowieso umdrehst, dann... Das sollte ich vielleicht machen, ja. Genau. Ja. Weil sonst kommt, also... Genau, ja. Dann muss ich, also wenn 2 plus Omega mehr sein soll wie Omega, dann muss das Postbüro rechts sein. Ne? Dann steht hier der Omega-Bus mit Leuten und dann noch hier 2 einzelne Hanseln. Genau. In meiner Zeichnung was links. Das letzte Mal war es das Bürgerbüro und das Postbüro. Eigentlich ist es auch das Bürgerbüro, ja. Stimmt. Danke für die Kürze. Okay. Hamburg scheint vieles lange Schlangen zu haben. Ja, aber vor allen Dingen das Bürgerbüro. Vor allen Dingen das Bürgerbüro. Okay, also versuchen wir das hinzukriegen, ja? Wir gehen Beweis durch, ganz langsam. Sobald er aussteigt, einfach reinrufen, dann versuchen wir das zu klären, ja? Also, sei Alpha eine stempelbare Ordinalzahl. Wir wollen zeigen, dass die erste Lücke von nicht stempelbaren Ordinalzahlen, ja, nach Alpha, dass die Länge genau Omega hat. Nicht weniger, nicht mehr. Länge genau Omega hat. So, wir wissen, nach Alpha kommt irgendwann eine nicht stempelbare Ordinalzahl. Es kommen sogar überabzählbar unendlich viele nicht stempelbare Ordinalzahlen. Und von denen die kleinste, die nehmen wir her und die heißt Beta. Ja? Also wir haben Alpha, Alpha ist noch stempelbar. Und dann die nächste Ordinalzahl, die nicht stempelbar ist, das ist Beta. Zwischenfazit. Kein Zwischenfazit, sondern weitere Überlegung, sorry. Wir überlegen uns auch, dass es zwischen Beta und Beta plus Omega, dass all die Zahlen dazwischen nicht stempelbar sind. Weil angenommen Beta plus 17 wäre stempelbar, dann wäre, nach dem Beschleunigungssatz, den Jesse gerade reinruft, dann wäre Beta auch stempelbar. Aber Beta ist ja nicht stempelbar. Beta war die erste nicht stempelbare Zahl. Ja? Zwischenfazit. Alpha war stempelbar. Die nächste nicht stempelbare Ordinalzahl ist Beta. Beta plus 1, Beta plus 2 und so weiter sind auch alle nicht stempelbar. Und jetzt wollen wir zeigen, dass Beta plus Omega aber schon wieder stempelbar ist. Und so sehen wir, dass es wirklich eine Lücke der Länge Omega gibt, also ein Block von nicht stempelbaren Ordinalzahlen der Länge Omega. Aber wenn nach jeder stempelbaren Ordinalzahl die nächste Lücke Omega ist, dann kann es doch eigentlich eine Lücke geben, die kleiner ist, oder? Lücken, die es kleiner gibt, kann es nicht geben. Weil eine Lücke, die weniger Länge als Omega hätte, hätte ja zum Beispiel Lücke 1 Milliarde. Aber eine Lücke der Länge 1 Milliarde kann es wegen dem Beschleunigungssatz wieder nicht geben. Weil das würde ja heißen, dass irgendwie dass Beta zum Beispiel nicht stempelbar ist und dann aber ab Beta plus 1 Milliarde wieder. Aber wenn Beta plus 1 Milliarde stempelbar ist, dann ist ja auch Beta plus 999.999.999 stempelbar. Und dann mit dem Beschleunigungssatz immer weiter zurück bis zu Beta. Genau. Und dann nochmal den Satz davon. Wie ist der Satz nochmal? Achso, du willst einfach nochmal die 3 Sätze sehen, ja? Ach, größer gleich Alpha. Ja. Das heißt, für jede größer gleich. Kleiner ist als Omega, ist es nicht bei Omega. Ja, genau. Genau. Ja. Ja. Sehr gut aufgepasst, ja. Okay, Alpha ist stempelbar, Beta ist die nächste nicht stempelbare Ordinalzahl. Wir wissen, Beta plus 1, Beta plus 2 und so weiter sind auch nicht stempelbar und wir zeigen jetzt, dass das Beta plus Omega aber schon stempelbar ist. So haben wir unsere gesuchte Lücke nachgewiesen. Um zu zeigen, dass Beta plus Omega stempelbar ist, geben wir ein Programm an, welches genau nach dem Zeitschritt Beta plus Omega anhält. Weil das war die Definition von stempelbar. Wie machen wir das? Und das ist jetzt ein Argument, was man oft so bei diesen Super-Turing-Maschinen hat und das so ein bisschen crazy ist. So, wir simulieren alle Turing-Maschinen, die es gibt, auf verzahnte Art und Weise. Es gibt irgendeine erste Super-Turing-Maschine, es gibt eine zweite, es gibt eine dritte. Ne? Wir können alle .txt-Dateien durchgehen, die rauswerfen, die gar nicht valide Super-Turing-Maschinen-Beschreibungen sind,
Dann haben wir nur noch die validen und die simulieren wir alle in verzahnter Art und Weise. Ja? Insbesondere behalten wir das Programm im Auge, von dem wir wissen, dass es nach Schritt Alpha halten wird. Ein so ein Programm muss es ja geben, weil Alpha eine stempelbare Ordinalzahl war. So, und wir simulieren erstmal so lange, bis dieses eine Programm, was eben nach Schritt Alpha halten wird, wirklich gehalten hat. Gut. Jetzt simulieren wir weiter. Und wir freuen uns auf den Zeitpunkt, wo wir feststellen, dass zu diesem Zeitpunkt keine der simulierten Supertürmmaschinen hält. Irgendwann wird das passieren, nämlich dann, wenn wir gerade den Zeitpunkt Omega simulieren. Omega ist ja eine nicht stempelbare Ordinalzahl, deswegen gibt es keine einzige Supertürmmaschine, die zum Zeitpunkt Omega hält. Omega gleich Beta. Beta, ja, vielen Dank. Beta hält, genau. Und wenn wir diesen Zeitpunkt erreicht haben in der Simulation, den Zeitpunkt, wo wir sehen, aha, interessant, keine einzige Supertürmmaschine hat jetzt gerade angehalten, dann hören wir auf zu simulieren. Und welcher Zeitschritt haben wir jetzt extern? Das ist nicht Zeitschritt Beta, sondern das ist Zeitschritt Beta plus Omega, weil um zu erkennen, dass wirklich keines der simulierten Programme gerade anhält, brauchen wir Omega viele Schritte. Weil wir müssen halt die Omega vielen Supertürmmaschinen einmal abchecken, ob die jetzt gerade in der Simulation alle nicht gehalten haben. So können wir Beta plus Omega stempeln. Supertürmmaschine, ja, simulieren auch sich selber simulieren? Die tut auch sich selber simulieren, ja. Weil die kommt in der Liste aller Supertürmmaschinen ja irgendwo vor, ja, genau. Ja. Okay? Fragen Sie mal was? Also der Plan wäre sonst noch, dass ich euch das Lost Melody Theorem zeige und dass wir dann zum effektiven Topos kommen. Ja? Okay. Ihr kennt das, ihr wollt das Warm-up für die Analysis 1 Vorlesung vorbereiten. Und ihr wisst, da gibt es dieses eine Lied, was euch so gut gefällt, aber ihr könnt nicht mal die Melodie summen, um eure Schwester anzurufen, die sich auskennt und die dann sofort den Namen des Liedes reinrufen würdet. Ihr könntet aber die Melodie erkennen, wenn sie zufälligerweise gespielt werden würde. Das ist genauso ein Lost Melody Phänomen. Ja? Ihr könntet die Sache erkennen, wenn sie vorgespielt werden würde, aber ihr könnt sie nicht selbst irgendwie aufschreiben. Gut, bei Supertürmmaschinen gibt es dieses Lost Melody Phänomen. Es gibt gewisse Bandinhalte, die eine Supertürmmaschine, die keine Supertürmmaschine auf der Welt aufs Band schreiben kann, aber für die es Supertürmmaschinen gibt, die erkennen können, ob dieser Bandinhalt vorliegt. Also es gibt eine Supertürmmaschine, also von so einer verlorenen Melodie. Da kann ich Folgendes machen. Ich schreibe irgendeinen Bandinhalt aufs Band, dann werfe ich die Supertürmmaschine an, die rechnet und rechnet und rechnet, hält irgendwann an und sagt dann, ja, stimmt, das war die Melodie, die ich meinte, oder nein, das war irgendeine andere Melodie. Gleichzeitig aber ist es nicht möglich, eine Supertürmmaschine zu programmieren, die auf dem leeren Band startet und dann einfach die Melodie dahin schreibt. Beispiel? Kommt jetzt, ein Beweis, genau. Das ist ein Phänomen, was es bei normalen Turingmaschinen nicht gibt, aus einem gewissermaßen trivialen Grund. Es ist so, bei normalen Turingmaschinen ist es keine interessante Frage, ob die unendlich lange Bandinhalte erkennen oder schreiben können. Weil eine normale Turingmaschine hat ja sowieso, wenn sie hält, nur Zugriff auf ein initiales Segment vom Band, ein endliches Segment vom Band. Ja? Wenn eine normale Turingmaschine, wenn die nach 1 Milliarde Zellen gehalten hat, dann hat sie auch höchstens 1 Milliarde Zellen angeschaut. Aber eine Supertürmmaschine kann ja weiter und weiter und weiter laufen. Und deswegen könnte es da a priori schon passieren, dass es so ein Lost Melody Phänomen nicht gibt. Aber es gibt es eben schon. Gut, das ist der Beweis. Er ist kurz, aber braucht wieder viel Konzentration, weil es um Diagonalisierung geht. In dem Beweis kommt das Wort Ablauffolge vor. Deswegen müssen wir kurz klären, was eine Ablauffolge ist. Stellen wir uns irgendeine Supertürmmaschine vor. Lassen wir den Gedanken ablaufen. Dann wissen wir, entweder hält sie an oder sie verheddert sich in einer wirklichen Endlosschleife. Der Zeitpunkt, wo sie anhält oder der Zeitpunkt, wo sie anfängt, sich in einer echten Endlosschleife gerät, ja, das ist immer eine abzählbare Ordinalzahl. Das haben wir am Anfang des Vortrags gesehen. Was wir jetzt machen können ist, mit so einer Supertürmmaschine, wir können sie Schritt für Schritt ablaufen lassen
und uns immer mitschreiben, wie genau das Band aussah zu jedem dieser Zeitpunkte und was genau der interne Zustand war. So kriegen wir quasi ein Protokoll des Ablaufs. Das ist eine Ablauffolge. So eine Ablauffolge ist immer abzielbar lang, weil wir protokollieren das Verhalten von so einer Supertürk-Maschine nur so weit, bis sie entweder hält oder sich in einem Zustand verheddert, wo sie sich ab dem immer wiederholen wird. Und jede einzelne so eine Ablauffolge hat nur abzielbare Länge. Ja? Weil bis diese Abbruchbedingung eingetreten ist, vergehen ja nur abzielbar viele Zeitschritte. Und das Band, was wir komplett protokollieren, hat nur abzielbare Länge, aber abzielbare Vereinigung von abzielbaren Mengen ist wieder abzielbar. Wegen der Diagonalisierung. Ne? Wenn wir hier lauter abzielbare Mengen nach rechts hinschreiben, und zwar wie viele? Abzielbar viele Mengen. Dann können wir trotzdem so durchgehen und sehen, dass das in eine abzielbare Schlange passt. Gut, das ist also eine Ablauffolge. Was wir jetzt noch machen können, ist nochmal diagonalisieren. Wir können die Ablauffolgen von allen Supertürk-Maschinen, die es gibt, das ist also eine abzielbare Liste von allen Ablauffolgen, können wir ihrerseits wieder verpacken in eine lange 0-1-Folge. Und das sei C. C ist also eine Kodierung von allen Ablauffolgen von allen Supertürk-Maschinen. Irgendwas brennt. Wer macht da Pizza? Oh, stimmt, dein Pizza-Burger. Okay. Okay, alles ist gut. Entschuldigung. Kein Stress. Also wenn es brennen würde, wäre es ja schon wichtig. Ne? Also. Jeder darf Bescheid geben, wenn es brennt. Fire exclamation mark. Genau. Also C ist eine Kodierung von allen Ablauffolgen von allen Supertürk-Maschinen. Als 0-1-Folge. Behauptung, C ist genauso eine verlorene Melodie. Es gibt eine Turing-Maschine, die C erkennen kann, also die prüfen kann, ob ein gegebener Bandinhalt gleich C ist. Aber es gibt keine Turing-Maschine, die C selbst aufs Band schreiben kann. Wollen wir verstehen, warum? Beweisen wir zuerst den ersten Punkt. Warum ist C nicht schreibbar? Kurze Antwort, weil dann das Halteproblem lösbar wäre für Super-Turing-Maschinen. Und Super-Turing-Maschinen können nicht das Halteproblem lösen für Super-Turing-Maschinen. Nur für gewöhnliche. So, warum genau? Also ich will jetzt Folgendes beweisen. Wenn C doch schreibbar wäre, dann wäre auch das Halteproblem für Super-Turing-Maschinen lösbar. Das ginge dann nämlich so. Wir lesen die Nummer von einer Super-Turing-Maschine ein, also zum Beispiel die Zahl 17, und haben den Auftrag herauszufinden, ob die 17. Super-Turing-Maschine in einer Liste von allen Super-Turing-Maschinen, ob die anhalten wird oder nicht. Um das zu entscheiden, machen wir Folgendes. Wir schreiben C mal komplett aufs Band. Das können wir nach Voraussetzung, weil C angeblich schreibbar ist. Und dann schauen wir uns, also das ist ja die Folge von allen Ablauffolgen, dann packen wir da einfach die 17. Teilfolge aus und dann schauen wir uns an, ob das eine Ablauffolge ist, wo der letzte Zustand ein Haltezustand ist oder wo der letzte Zustand halt kein Haltezustand war, also ein ich wiederhole mich endlich unendlich lange Zustand. Und so können wir herausfinden, ob eben dieses 17. Programm hält oder nicht hält. So, aber das Halteproblem ist nicht entscheidbar. Das Halteproblem für Super-Turing-Maschinen ist für Super-Turing-Maschinen nicht entscheidbar. Mit genau dem normalen Beweis, wie man ihn für normale Turing-Maschinen kennt. Und so sehen wir, dass C nicht schreibbar ist. Jetzt müssen wir noch sehen, dass C erkennbar ist. Okay. Da ist die Situation also die. Bevor wir angeschmissen werden, bevor wir Zugriff aufs Band haben, schreibt jemand anderes das Band irgendwie voll. Unsere Aufgabe ist jetzt herauszufinden, ob das Band, was er da, also die Bandinhalte, die er draufgeschrieben hat, ob die zufälligerweise gleich C sind oder nicht. Um das zu entscheiden, machen wir Folgendes. Wir lassen wieder alle Super-Turing-Maschinen, die es gibt, auf verzahnte Art und Weise ablaufen, wie wir es auch eben schon gemacht haben. Wir lassen die Schritt für Schritt ablaufen und vergleichen dabei immer, ob das Verhalten von all den simulierten Super-Turing-Maschinen noch konsistent damit ist, wie der Bandinhalt, der angeblich C ist, das voraussagt. Sobald wir einen Unterschied erkennen, brechen wir ab und wissen, dass der Bandinhalt nicht wirklich C war. Und insgesamt terminiert das ganze Verfahren. Wir können zwar nicht herausfinden, ob eine gegebene Super-Turing-Maschine anhalten wird oder nicht. Ne? Das geht nicht. Aber das Orakel, was angeblich C ist, ist ja schon vorgegeben. Ja? Und da können wir einfach schauen, da kommen wir irgendwann zur letzten Position in so einer Ablauffolge an. Und dann können wir vergleichen, ob das mit dem übereinstimmt, wie wir simuliert haben. Daher ist C erkennbar.
Ja? Wie ist das, wenn man diese Super-Turing-Maschine hat, die simuliert? Also, wir haben vorhin auch gesagt, die hat dann so einen gewissen Verwaltungsbereich in den Band. Genau. Muss man sich genau überlegen, wie sie das gemacht hat. Hat der dann noch Platz, weil der Band ist ja schon voll. Genau. Aber sowas kannst du immer lösen, wenn du dann sagst, wenn du dein Programm umstrukturierst, sodass es nur jede zweite Zelle des Bandes verwendet. Und dann hast du ja jede andere zweite wieder frei. Und so kannst du immer das Problem lösen, quasi, dass das Band voll sei oder sowas. Du musst dir nur im Vorhinein mal klar werden, was du wo abspeicherst also und so. Die, ja? Die Folge, die man erkennen soll, ist dann auf jeder zweiten Zelle. Ja, zum Beispiel. Genau. Ja, genau. Ja. Also dann ist erkennbar was anderes. Erkennbar heißt nicht, wenn ich kann erkennen, ob genau diese Folge auf dem Band steht. Ja. Erkennbar heißt, ich darf vorgeben, welche Felder vom Band verwendet werden. Und ja, meinetwegen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Das ja. Kann ich nicht irgendwie in absehbar... Ja, ich glaube, das Resultat ist so, wenn du dir ein Hilfsband erlaubst, dann ist es wieder alles egal. Also dann ist es quasi so, es gibt ein Eingabeband, ein Band, auf dem angeblich C geschrieben wurde oder vielleicht auch nicht C geschrieben wurde, und dann hast du ein Arbeitsband, und mit einem Arbeitsband kannst du quasi, das kannst du einteilen, wie du magst, und dann musst du nicht vorgeben, wo auf dem einzigen Band C kodiert wäre oder nicht. Ja. Okay? Das lasst Melodie. Die Frage ist, was ist falsch an folgender Aussage? Ich entscheide das Halteproblem für Super-Turing-Maschine, indem ich eine Maschine simuliere, die als erstes diese Maschine simuliert, die Ablauffolgen auf das Band schreibt, als erstes und danach eine Maschine nachlaufen lässt, die schaut, ob das noch alles konsistent ist und währenddessen trackt, ob die Maschine, für die ich entscheiden will, ob sie hält, drinnen ist. Hast du gesagt, die erst diese Ablauffolge aus Band? Genau, aber die hast du nicht. Die hast du ja nicht. Du weißt ja auch nicht, ob C überhaupt schreibbar ist. Genau, und wenn du jetzt nicht und tatsächlich ist C nicht schreibbar. Genau. Ja, aber ich weiß ja, dass es nicht entscheidbar ist. Ne? Aber es kann ja sein, dass es vielleicht doch ist. Genau, aber ist es nicht, weil es einen Beweis gibt, dass es nicht ist. Ja. Könnte sein, dass es sowohl entscheidbar als auch nicht entscheidbar ist. Aber im Erkennen simulierst du ja quasi das einmal. Genau, aber ich vergleiche immer mit der Kodierung von Ablauffolgen, die schon auf dem Band steht. Das ist der Trick, wie ich quasi noch zur Lebenszeit eine Super-Turing-Maschine dann insgesamt anhalten kann. Oder nicht. Ich muss nur vergleichen, ob es stimmt mit der schon gespoilerten Vorgabe. Das ist was anderes wie, ich muss es rausfinden. Ja? Also wenn ich vielleicht nochmal so formuliert. Wenn ich eine Super-Turing-Maschine habe und ich will die simulieren, ja, dann kann ich sie mal laufen lassen und vielleicht kann ich die Vermutung haben, dass sie nicht anhalten wird, aber ich kann das nicht bestätigen, auch nicht als Super-Turing-Maschine. Ja? Weil dazu müsste ich irgendwie halt das gesamte Verhalten der Super-Turing-Maschine überblicken können, aber das kann ich nicht als normale Super-Turing-Maschine. Gut. Aber wenn mir schon jemand verrät, was angeblich das Ablaufverhalten ist von der Super-Turing-Maschine, als Ablauffolge, und so eine Ablauffolge enthält auch ein letztes Element, ja, vielleicht gespeichert an der 100. Stelle oder sowas, je nachdem, wie halt die Ordinalzahl kodiert ist, dann lasse ich das halt so lange ablaufen bis zu dieser Stelle und dann schaue ich, ob es da passt oder nicht passt. Ja? Und entweder hat es gepasst, dann weiß ich, dass dem Ablaufprotokoll zu vertrauen ist und dann weiß ich auch, ob die Maschine jetzt gehalten hat. Wenn ja, hält sie. Wenn nein, wird sie niemals halten. Oder ich weiß, dass das angebliche Ablaufprotokoll Quatsch war. Ja? Dann jetzt die Folgefrage, wie kodiere ich denn so eine Ablauffolge auf einem nur abzählbaren Band? Da muss ich ja die Zeitschritt Omega, Omega 1 und sonstiges drin. Genau, das machst du, indem du dir erlaubst, die Reihenfolge zu vermischen. Ja, also vielleicht kurzes Beispiel, ja? Machen wir mal zweimal Omega. Das fängt so an. 0, 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Irgendwann Omega, Omega plus 1, Omega plus 2 und so weiter. Ja? Gut. Jetzt sagst du, wie soll ich das denn in einem Band der Länge, in einem abzählbaren Band unterkriegen? Da habe ich doch zweimal die Pünktchen drin. Ich darf nur einmal die Pünktchen verwenden. Aber das geht halt schon, weil ich kann Folgendes machen. 0, Omega, dann 1, dann Omega plus 1, dann 2, dann Omega plus 2 und jetzt einmal nach unendlich die Pünktchen. Also ich darf die Reihenfolge darf ich schon mischen, ja? Und dann ist es okay. Das ist der Trick, den man hier tausendmal anwendet. Ja?
Und das diagonalisiere ich dann auch noch mit den Omega-Quadrat, Omega-1, ja. diagonalisiere das mit allen genau. Sachen und dann dauert das Omega-Schritte nur um Zeitschritt 0 ja. anzuschauen? Ja, genau. Okay. Ja. Wir haben ja genug Zeit. Ja, genau. Zeit ist nicht das Problem bei der Suche. Okay, super Sache. Ja. Aber inwiefern ist das C jetzt eigentlich eine Zufallszahl und nicht, ja? Also C ist ja offensichtlich durch einen Algorithmus nicht... Also genau. Super-Turing-Algorithmus nicht... Nee, genau, nicht schreibbar. Genau, ja. Genau, aber ich kann es erkennen. Ich kann es erkennen, ja. Also es ist dann wieder noch keine Zufallszahl, ja? Das ist genau das Mysterium hier, ja, genau. Ja. Die Kolmogorov-Komplexität von C wäre unendlich. Die Kolmogorov-Komplexität einer 0-1-Folge ist die Länge des kürzesten Programms, was diese 0-1-Folge produzieren kann. Aber es gibt kein Programm, was sie produzieren kann. Ja? Ich habe da noch eine Frage. Kannst du mal zurück in den Lügen gehen, was du da beschrieben hast? Klar. Du zählst hier ja nicht, also was zählst du hier auf? Du zählst hier nicht alle abzählbaren Ordinalzahlen. Nein, nur hier bis, also das hier soll eine Repräsentierung von 2 Omega sein. Ja. Genau. Und ich wollte nur zeigen, wie ich die Ordinalzahl 2 Omega auch so umschreiben kann, dass ich nur einmal Punkt brauche. Aber das ist eine Tautologie, weil du sagst, du startest mit einer abzählbaren Ordinalzahl. Eben, ja. Eine abzählbare Ordinalzahl ist ja eine solche, wo die Menge der Vorgänge abzählbar ist. Das heißt, für die es eine Bijektion zu n gibt. Eben eine clevere Anordnung. Also für eine Subtuing-Maschine, die nicht hält, kann ich nicht den kompletten Ablauf für alle abzählbaren Ordinalzahlen aufschreiben. In irgendeiner Folge? So naja, wenn du... Zu dem Zeitpunkt, wo sie anfängt, sich zu wiederholen. Ja, genau, richtig, genau, okay. Genau. Aber das machen wir auch immer. Und Gut. Per Definition für uns ist eine Ablauffolge eine, die dann, die nicht so lang geht, wie die Turingmaschine läuft, sondern so lang geht, entweder bis sie hält oder bis sie anfängt, sich zu wiederholen. Okay. Genau. Und das wird immer zum abzählbaren Zeitpunkt sein. Ja. Okay. So, das war die letzte Folie zu Super-Turing-Maschinen. Wir kommen jetzt gleich zum effektiven Topos. Ich will hier nur noch mal irgendwie so ein Loblied auf Super-Turing-Maschinen singen. Ja? Ich finde, das ist echt ein cooles Konzept, eine naheliegende Verallgemeinerung von Turing-Maschinen. Es gibt viele Sachen aus der klassischen Theorie, die sich genauso übertragen, aber es gibt auch viele neue Effekte, wie die Sache mit den stempelbaren Ordinalzahlen oder die Sache hier mit dem Lost-Melody-Theorem. Ja, also sind die dann für Perl 7 dann vorgesehen? Oder? Für Perl 7 sind sie auf jeden Fall vorgesehen. Gerade muss Tech noch eine Ligatur zu viel gemacht. Wo? Bei Ablauffolgen. Aha, richtig. Das tut mir voll leid. Ich würde Folgendes vorschlagen, wir machen jetzt sowieso eine 5 Minuten Luftpause und in der Pause korrigiere ich auch diese Falschligatur. Ja? So. Also wir kommen zum zweiten Unterteil dieses Vortrags heute über mathematische Alternativuniversen. Okay, die Geschichte ist die. Wenn man normal Mathematik betreibt, betreibt man in Wahrheit Mathematik in einem gewissen Universum, nämlich dem Topos der Mengen. Topos ist nur das griechische Fachwort für Alternativuniversum. Wenn man ganz normal Mathematik studiert, dann ist es problemlos möglich, dieses Universum niemals zu verlassen und immer nur in diesem einen Universum zu arbeiten. Aber es ist ein bisschen schade, weil es gibt einfach noch ganz viele andere Universen, auch neben dem Topos der Mengen, ja, die man auch untersuchen kann. Insbesondere gibt jedes geometrische Objekt Anlass zu einem jeweils eigenen Alternativuniversum. Das ist der Gabentopos über dem geometrischen Objekt. Und die Art Universen, die wir jetzt untersuchen wollen, sind die sogenannten effektiven Topoi. Da ist es so, dass jedes Konzept von Berechenbarkeit jeweils Anlass gibt zu jeweils einem eigenen Topos. Was meine ich mit Rechenmodell M? Das kann verschiedene Sachen sein. Zum Beispiel kann das die Vorstellung von normalen Turing-Maschinen sein. Oder es kann die Vorstellung von Super-Turing-Maschinen sein. Oder es kann die Vorstellung von Computern in der echten physischen Welt sein. Sobald wir das zulassen als Rechenmodell, verlassen wir die rigorose Mathematik, weil man kann nicht rigorose mathematische Aussagen über wirkliche Dinge treffen. Gell? Gibt es das berühmte Einstein-Zitat, was wirklich übrigens von Einstein stammt. Aber man kann immer noch quasi Aussagen äquivalent umformen. Und dann kriegt man irgendwie Einschränkungen an die reale Welt. Dann kriegt man irgendwie Aussagen wie, in diesem Alternativuniversum gilt genau dann die und die Aussage, wenn das echte Universum wie folgt beschaffen ist. Doppelpunkt. Und dann irgendwas. Also das ist auch noch sehr interessant. Und da wollen wir jetzt einfach so ein bisschen Ausflug starten und schauen, wie man damit umgehen kann. Als erstes will ich euch zeigen, wie man reinschauen kann in so ein Alternativuniversum. Und das erklärt sich am einfachsten mit Beispielen.
Also. Und noch eine Bemerkung. Dieser zweite Teil des Vortrags wird viel einfacher als der erste. Und bitte traut euch, die ganze Zeit Fragen zu stellen, wenn irgendwas unklar wird. Ja? Wir dürfen jetzt gleich nicht Ebenen verwechseln und so weiter. Deswegen fragt einfach rein, wenn ihr Fragen. Was ist denn die große Definition von Rechenmodellen? PCA, Partial Combinatory Algebra. Das war das, was du schulen musst, ja, genau. Okay. Auf dem auf dem NLAB nachschauen musst. Ach so, okay. Genau. Oh nein. Also. Schauen wir uns folgende Aussage an. Für jede Zahl n gibt es eine Primzahl p größer n. Das drückt einfach aus, dass es unendlich viele Primzahlen gibt und das ist eine wahre Aussage. Ja, lernt man am ersten Tag der Universität. So, jetzt fragen wir uns aber nicht, ob die Aussage stimmt oder nicht, sondern ob sie stimmt in dem effektiven Topos zu Turing-Maschinen. Es gäbe auch den effektiven Topos zu Super-Turing-Maschinen, dann würde ich hier STM hinschreiben. Und die Notation dafür, dass wir uns fragen, ob eine Aussage in einem Alternativuniversum, in einem Topos gilt, ist dieses Symbol hier mit dem Turnstile. Ja? Also das hier heißt nicht, dass die Behauptung in Anführungszeichen stimmt, sondern dass sie stimmt in dem Alternativuniversum. Und um jetzt zu verstehen, welche Aussagen in dem effektiven Topos gelten, müssen wir die Aussagen zurückübersetzen in externe Aussagen. Aussagen, die wir verstehen, Aussagen, auf die wir einen Zugriff haben, einfach weil wir irgendeine intuitive Vorstellung von Zahlen zum Beispiel haben. So, und diese Übersetzung ist rein mechanisch. Man muss quasi dazu nur die Aussage von links nach rechts durchlesen und immer so ein paar Adjektive reinstreuen. Die Aussage lautet, für jede natürliche Zahl n gibt es eine Primzahl p, welche größer ist wie n. Diese Aussage als Aussage vom effektiven Topos interpretiert und dann zurückübersetzt bedeutet, es gibt eine Turing-Maschine, die eine Zahl n vom Band einliest und dann eine Primzahl p größer als n als Ausgabe aufs Band schreibt. Also anstatt nur zu behaupten, dass die Aussage stimmt, dass sie wahr ist, bedeutet das im effektiven Topos immer, dass es eine Turing-Maschine gibt, die die Aussage bezeugt. Ja? Ein Programm, welches immer die nächste Primzahl bestimmt. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass ich auch einen effektiven Topos für Polytime-Turing-Maschinen habe und dann kriege ich alle Aussagen, die irgendwie in P, also alle Probleme in P liegen? A priori schon, jetzt muss ich nur überlegen, ob das die technischen Voraussetzungen erfüllt, weil ich diesen effektiven Topos nie gesehen habe. Ich werde denken, da geht irgendwas schief. Okay. Also was man zum Beispiel braucht, ist, dass wenn du eine Turing-Maschine hast und einen Bandinhalt, dass du dann auch eine Turing-Maschine programmieren kannst, die die Anwendung der gegebenen Turing-Maschine auf dem Bandinhalt simuliert. Ja? Und ich nehme an, dass das insgesamt aus der Klasse der Polytime-Turing-Maschinen rausführt. Weiß ich aber nicht genau. Also ich kenne den effektiven Topos immer nur für Turing-Maschinen oder Lambda-Kalkül oder Super-Turing-Maschinen, ja? Nicht für Zeiteinschränkungen. Müsste man genau darüber nachdenken, aber das ist eine spannende Frage. Zu deiner Übersetzung zu den Turing-Maschinen, ich schaue gerade, wie du den Existenz- und Nachfaktor geschachtet hast. Ja, du meinst schon bei der Übersetzung, für jede Zahl n gibt es eine Turing-Maschine? Nein, ich meine, es gibt eine Turing-Maschine, eine bestimmte, so ein Algorithmus, der dann was Tolles kann, nämlich der liest irgendeine Zahl n vom Band ein, er muss mit jeder Zahl klarkommen und muss, egal welche Zahl gegeben war, muss er eine neue Primzahl finden, die größer ist wie n und die dann aufs Band schreiben. Ein Algorithmus, der diese Aussage bezeugt. Klingt jetzt stärker als die eigentliche Aussage? Zunächst klingt es, glaube ich, einfach schwächer, weil hier wird einfach, also wenn das nicht im effektiven Topos wäre, sondern einfach so, dann wäre es einfach die Behauptung, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Und wenn wir die Aussage im effektiven Topos interpretieren, dann wird es zur Behauptung, dass wir ein Programm schreiben können, was auch immer die nächste Primzahl ausgibt. Und das ist a priori was Stärkeres. Es könnte ja sein, ist hier nicht der Fall, aber es könnte sein, dass es zwar unendlich viele Primzahlen gibt, aber dass es irgendwie keinen Algorithmus gibt, um die zu bestimmen. Könnte a priori sein. Ja? Deswegen kann man hier zunächst einen Eindruck bekommen, aber der ist falsch, wie wir auf späteren Folien sehen, dass in den effektiven Topoi einfach weniger viele Aussagen gelten wie normal. Aber das wäre der Eindruck, den man hier auf der ersten Folie hat. Ja, aber die Frage ist nur darauf, wenn es was ich meine, Schaffung für alle existiert, ja? Ja, dann muss der halt noch mehr Eingaben vom Band einlesen. Aber das passiert dann nach dem Schreiben, ja?
Also ich würde das so ein bisschen egal, also es ist einfach, glaube ich, darüber nachzudenken, wenn wir vereinbaren, dass so eine Turing-Maschine ein Eingabeband hat, ein Ausgabeband hat und ein Arbeitsband hat, sodass sich die Bänder niemals in die Quere kommen. Und dann sind alle Eingaben, die die Turing-Maschine braucht, stehen auf dem Eingabeband. Ja, okay, aber wenn ich jetzt was habe, für alle Epsilon existiert ein Delta, ja? Das für alle X, ja. Dann könnte ich mir das X ja überlegen, nachdem ich das Delta schon kenne. Ja. Und wie mache ich das dann in dem Fall? Dann halte ich die Turing-Maschine an, während sie das Delta aufs Band geschrieben hat, schreibe dann auf das Eingabeband schnell das X und lasse sie weiterlaufen. Ah, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Lass mich kurz nachdenken. Also habe ich die Frage zumindest gerade verstanden. Ja, ja, genau. Das war, glaube ich, auch die Frage, gell? Also die liest ein Epsilon vom Band ein, gibt dann ein Delta aus. Wir machen das einfach so, dass danach darf jemand dann noch ein X draufschreiben. Ja, wir machen es quasi so ein bisschen interaktiv. Was ist, wenn wir ihr eine Turing-Maschine mit aufs Band schreiben und sie simuliert sozusagen, was die Turing-Maschine macht mit dem Delta? Kann sie machen. Also, dann muss nicht interaktiv sein, oder? So können wir Interaktivität vermeiden, genau. Das war auch das, worüber ich gerade nachgedacht habe. Aber ich glaube... Das ist dann ist das X ja sozusagen immer berechenbar, was eben, ich aufschreibe. Das ist der Punkt. Und es muss nicht unbedingt berechenbar sein. Deswegen muss man es schon so machen, dass es interaktiv ist. Ja, genau. Anderes Beispiel. Jede Zahl besitzt eine Primfaktorzerlegung. Das ist eine wahre Aussage im normalen Universum. Es ist auch eine wahre Aussage in einem effektiven Topos. Dort hat sie aber eine andere Bedeutung, nämlich die Bedeutung, dass es eine Turing-Maschine gibt, die eine Zahl n vom Band einliest und dann eine Liste aufs Ausgabeband schreiben muss von lauter Primzahlen, die zusammen multipliziert wieder n ergeben. Okay? Zwei einfache Beispiele. Dann fragen wir uns jetzt ein bisschen allgemeiner, was gilt eigentlich in solchen Alternativuniversen? Wir werden gleich noch weitere konkrete Beispiele sehen, aber ich will einmal vorab was klären hier. Ja? Und zwar gibt es folgendes Meta-Resultat. Jede Aussage, die einen konstruktiven Beweis zulässt, gilt nicht nur im normalen Universum, sondern in allen Universen. Was ist ein konstruktiver Beweis? Zunächst, ob man konstruktiv sagt oder intuitionistisch, ist für mich egal. Für mich sind das Synonyme für die Zeitdauer dieses Vortrags. Konstruktiv ist einfacher auszusprechen als intuitionistisch. Und was ist jetzt ein konstruktiver Beweis? Ein konstruktiver Beweis ist genauso wie ein normaler Beweis, aber er darf zwei Hilfsmittel nicht verwenden. Er darf nicht das Hilfsmittel vom ausgeschlossenen Dritten verwenden und auch nicht das Hilfsmittel der Doppelnegationselimination. Ausgeschlossenes Drittes sagt, jede Aussage stimmt oder stimmt nicht. Eine völlige Trivialität, wenn man sie im normalen Universum interpretiert. Und Doppelnegationselimination sagt, wenn man weiß von einer Aussage Phi, dass sie nicht stimmt, dass sie also nicht falsch ist, dann stimmt sie. Auch das eine völlige logische Trivialität im normalen Universum. Wir werden aber jetzt gleich sehr, sehr plastisch sehen, dass diese beiden Aussagen nicht gelten in effektiven Topoi. Die beiden, wenn du für alle Phi quantifizierst, dann sind sie äquivalent. Ja, genau. Und bevor jemand auf die Idee kommt, das Auswahlaxiom kann auch nicht verwendet werden in konstruktiven Beweisen. Das Auswahlaxiom impliziert nämlich in Gegenwart der anderen Mengentheorieaxiome die beiden hier. Ja? Und das Wunder ist aber jetzt so ein bisschen, dass wenn man einen Beweis hat, der halt nicht das und nicht das Hilfsmittel verwendet, aber sonst alle, die man normal kennt, dass dann die Behauptung, die der Beweis nachweist, nicht nur im normalen Topos gilt, im Topos der Mengen, sondern in allen anderen mathematischen Alternativuniversen auch. Lässt sich dieses Theorem konstruktiv beweisen? Definitiv, ja, genau. Das ist, wenn man sich die Mühe gemacht hat, alle Definitionen genau zu machen, was ich jetzt hier überhaupt nicht gemacht habe, dann ist es ein super einfacher Induktionsbeweis über den Aufbau von einem konstruktiven Beweis. Ja? Ein Beweis besteht aus endlich vielen Beweisschritten und man weist nach, dass jedes Beweisprinzip, was man verwendet bei jedem dieser Beweisschritte, dass das jeweils gültig ist in allen Topoi. Kannst du noch sagen, was du mit Widerspruchsbeweis meinst? Ein Widerspruchsbeweis, da versuche ich eine Aussage Phi zu beweisen, indem ich anfange mit, angenommen Phi wäre falsch, dann bla 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 und jetzt sehe ich irgendwie 1 gleich 0, das ist ein Widerspruch. Und dann habe ich aber eigentlich nur bewiesen, dass Phi nicht falsch sein kann.
Ich habe also nur bewiesen, dass Phi nicht stimmt. Und in normaler Mathematik kann ich sagen, na gut, wenn Phi nicht stimmt, Doppelnegationselimination, dann stimmt Phi. Fertig. Und diesen letzten Schritt, Beweisschritt, den kann ich nicht durchführen, wenn ich mich auf konstruktive Beweise beschränke. Vielleicht noch so zwei, drei Beispiele einfach für Sachen, die konstruktiv oder nicht konstruktiv beweisbar sind. Jede natürliche Zahl n ist 0 oder nicht 0. Das ist eine Aussage, die in normaler Mathematik trivial ist. Und in konstruktiver Mathematik gilt sie auch, benötigt dort aber einen Beweis. Und man kann den Beweis führen über Induktion. Sie ist keine Trivialität mehr, sie ist keine reine logische Trivialität mehr, weil es wäre eine Instanz vom Axiom vom ausgeschlossenen Dritten, was wir nicht mehr verwenden können. Man darf jetzt nicht mehr sagen, wenn ich eine Zahl außer 1 und 0 finde, dann weiß ich, dass nicht jede Zahl 1 und 0 ist. Oder wie? Also wenn ich jetzt 2 finde, darf ich nicht mehr sagen, da weiß ich jetzt, dass nicht jede Zahl 1 oder 0 ist. Nicht jede Zahl ist 1 oder 0. Ja, zum Beispiel die 7. Ist ja, nicht 0. Doch, das ist auch... Ein Beispiel darf ich einfach finden. Ja, also wenn jemand eine All-Aussage behauptet, für jede natürliche Zahl n stimmt, bla bla bla, dann kannst du die immer noch widerlegen, indem du ein Gegenbeispiel angibst. Ja. Ja, genau. Beziehungsweise du kannst die Negation beweisen, indem du ein Gegenbeispiel angibst. Genau, richtig. Das bedeutet ja widerlegen, die Negation nachweisen. Ja, das hat man vielleicht zu sagen, dass das Widerspruchsbeweis dann in zwei Kontext verwendet wird, ja? Genau. Also wenn ich zeigen will, dass das nicht viel gilt, dann darf ich Phi annehmen und genau, Widerspruch zeigen. Das ist aber in der, die klassischen Mathematiker nennen das oftmals auch Widerspruch. Das nennen die Widerspruchsbeweis, aber die sind verwirrt. Deswegen habe ich das. Sag mal, du machst das nicht, oder? Aber vorhin hatte ich den Eindruck, dass du bei dieser Nicht-Einführung des Widerspruchsbeweis genannt hast. Ja. Mag sein, dass ich mich verplappert habe, aber. Die größte Verwirrung kommt dadurch, dass diese Sachen so etwas verwässert werden. Da stehen ja eigentlich drei äquivalente Aussagen, die alle dieses klassische Genau. Charakterisieren. Ja. Vielleicht betone ich einfach diesen Aspekt nochmal. Angenommen, ihr wollt da nachweisen, dass die Zahl Wurzel 2 nicht rational ist, dass sie irrational ist. Dann könnt ihr den ganz normalen Beweis nehmen, den ihr eventuell kennt. Ihr nehmt an, dass Wurzel 2 rational wäre, macht dann irgendwelche Primfaktorsachen und findet raus, das kann nicht sein. Das ist kein Widerspruchsbeweis im eigentlichen Sinne, weil ihr habt eine Negation nachgewiesen. Ihr habt bewiesen, dass etwas nicht stimmt. Die Definition der Negation lautet, also eine Nicht-Phi stimmt genau dann, wenn man in der Lage ist, aus Phi Absurdität zu folgern. Ja, das ist auch konstruktiv völlig einwandfrei. Ein echter Widerspruchsbeweis liegt nur dann vor, wenn man eine Aussage Phi beweisen will und dafür annimmt, was wäre, wenn sie nicht stimmen würde. Und dann ist es nochmal negiert. Genau. Nee, weil es gibt einen Unterschied, ob du anfängst, also angenommen, du willst zeigen, dass Wurzel 2 irrational ist. Dann gibt es einen Unterschied zwischen folgenden beiden Beweisanfängen. Achtung, sehr genau hinhören. Beweisanfang 1, der auch konstruktiv gilt, ist folgender. Funktioniert, ist folgender. Angenommen, Wurzel 2 ist doch rational, dann bla bla bla. Das ist okay. Aber wenn du so wie folgt anfängst, dann ist nicht okay. Wir wollen zeigen, dass Wurzel 2 irrational ist. Angenommen, Wurzel 2 ist nicht irrational, also nicht rational, dann ist Wurzel 2 rational und dann der übliche Beweis. So. Jetzt hast du einmal Doppelnegationselimination verwendet, also die beiden nichts gekürzt hast. Und das kannst du nicht machen. Das geht dann im Konstruktiv. Genau. Nee, ist konstruktiv. Es ist ein konstruktiver Beweis einer negierten Aussage. Du musst den Beweis halt einmal formal hinschreiben, dann siehst du es sofort. Ja. Also, das ist für mich auch immer der Moment dann der Befreiung, wenn man das im formalen System stehen hat. Ja, genau. Vor vielen Jahren dann Lisa-Beweise für das hatte, das war eins meiner Elementarbeispiele, da kann man sagen, okay, hier sind alle fünf Charakterisierung, die man üblicherweise in den Büchern findet. Ja. Und die sind alle äquivalent. Und dann ist es eine schöne Übung, die Beweise hin und her zu spielen. Ja. Das Problem ist so ein bisschen, also ich möchte das gerne hier informal halten, weil ich jetzt halt nicht formale logische Beweise aufführen will. Das heißt, wir sprechen die ganze Zeit auf Deutsch. Aber im Deutschen ist man halt gewohnt, doppelte Verneinungen wegzustreichen. Ja? Man sagt, es ist einfach unnötig kompliziert formuliert. Ich kürze das mental weg. Ja? Und das darf man halt nicht mehr machen, wenn man konstruktiv zulässig arbeiten will. Je nachdem. Ne? Xaver? Konfusion steckt ja auch da, dass man sehr aufpassen muss mit den Definitionen. Ja, genau. Ja. Wir sind es ja gewohnt, also irrational nicht. Ist als nicht rational definiert, Nicht rational definiert.
Und wenn man sagen, solche Dinge macht, dann kommt man leicht in die Situation, dass es ein Beweis, der das eigentlich nicht verwendet, eine Wörter, das verwendet, wo ja, so eine Definition genau. Ja. Eine Negation enthält. Ja, ja, genau. Ja. Also das soll kein Vortrag werden hier über konstruktive Mathematik, auch wenn das natürlich sehr viel Spaß machen würde. Aber also vielleicht eine Bemerkung. Man muss halt generell sich ein bisschen mehr Mühe geben in konstruktiver Mathematik. Und oft ist es so, dass Dozenten verschiedene Definitionen für irgendwelche elementaren Begriffe verwenden. Definitionen, die alle gleichwertig sind in klassischer Logik, aber Definitionen, die nicht gleichwertig sind in konstruktiver Logik. Und dann muss man sich also von vornherein erstmal einigen, welche der jetzt nicht mehr äquivalenten Definitionen man eigentlich meint. Gut, aber wenn man das halt alles macht und sich ein bisschen Mühe gibt, dann stellt sich auch vielleicht ein kleines Wunder ein, nämlich ganz große Teile der Mathematik funktionieren genauso konstruktiv, wie sie früher klassisch funktioniert haben. Eine Definition im Sinne von Axiomen. Ja, genau. Ja. Naja, von oder auch Definition. Also wenn du definierst, eine Funktion heißt genau dann stetig, wenn. Eine Relation ist genau dann rechtseindeutig, wenn. Das ist ja dann immer nur eine symbolische Ersetzung. Ja, ja, genau. Ja, genau. Aber da gibt es ja halt eventuell mehrere Möglichkeiten, wie man irgendwas einführt. Und jetzt wird es wichtiger, wie man es macht. Positiv definierst oder negativ. Genau. Wenn du dann reelle, konstruktive, reelle Analysis machst, dann halt die Ungleichheit, also diese Apartness, diese Trennung der Dinge. Also genau, es gibt wieder auch wieder verschiedene Spielarten davon, aber in manchen wird das wichtiger als Gleichheit. Ja, genau. Das wolltest du vorhin sagen, oder? Genau, genau. Ich habe eben noch das Beispiel gemacht, dass man auch konstruktiv beweisen kann, dass jede natürliche Zahl 0 ist oder nicht 0 ist. Gut. Was man aber konstruktiv nicht nachweisen kann, ist, dass jede reelle Zahl, jede Kommazahl 0 ist oder nicht 0 ist. Das kann man nicht nachweisen. Das ist bewiesen, dass man nicht nachweisen kann. Ja, genau. Okay. Und zwar kann man das auch recht leicht beweisen, wenn man hier den ganzen Vortrag noch gehört hat, weil wir wissen, Aussagen, die einen konstruktiven Beweis erlauben, gelten in allen Topoi. Im effektiven Topos zu Turing-Maschinen ist aber die Aussage mit den reellen Zahlen falsch. Das kann man einfach sehen. Man übersetzt die Aussage und sieht dann, ah ja, nee, stimmt nicht. Und dann weiß man, dass es keinen konstruktiven Beweis geben kann. Ja? Gut, also das können wir auf jeden Fall mal festhalten. Ja? Sachen, die konstruktiv bewiesen sind, zusätzlich gilt. War da gerade noch eine Frage? Oder? Naja, also das Vergleichen von reellen Zahlen. Ja. Wir haben ja auch diesen Bad Joke. Also in vielen Programmiersprachen gibt es einen Typen namens Real, ja. Der überhaupt nichts mit reellen Zahlen zu tun hat. Richtig. Aber da ist es ja auch so, dass man jetzt, sagen wir mal, auf 0,0 vergleichen soll man ja jetzt eigentlich nicht. Genau, machen. Genau. Ja. Wir hatten da schon mal das ein bisschen andiskutiert. Ja. Ich frage mich, ob da in der Philosophie und in der Pragmatik des Ganzen doch noch ein Zusammenhang hintenrum konstruiert wird. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und zwar ist der Zusammenhang genau durch effektive Topoi gegeben. Durch was? Durch? Effektive Topoi. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es stellt sich heraus, dass folgende Sachen gleich sind. Konstruktive Mathematik, Programmierung und Typtheorie. Effektiv gleich. Das ist eine sehr steile These. Genau, aber wenn man alles präzisiert, ist es auch eine Trivialität. Wie hast du das? Kennst du das gerade als effektiv gleich oder als... Der Beweis davon ist konstruktiv, ja. Also von der ganzen Metasache. Also zu dem letzten davor sollte man vielleicht auch sagen, dass sozusagen die konstruktive Logik aber auch genauso mächtig ist. Genau. Wie klassische. Man kann nämlich klassische Logik einbetten in konstruktive Logik. Also, angenommen, ihr seid eine konstruktive Mathematikerin und ihr begegnet im Flur einem klassischen Mathematiker und der murmelt etwas vor sich hin. Dann wollt ihr vielleicht wissen, ob der die Aussage, die er vor sich hingemurmelt hat, stimmt oder nicht stimmt. Ihr seid aber jetzt schon völlig auf euer konstruktives Denken verschossen und ihr seid nicht mehr in der Lage, klassisch zu denken. Ja? So, da könnte man jetzt denken, ist halt doof für eine konstruktive Mathematikerin, die hat halt weniger Axiome zur Verfügung, deswegen kann sie auch nicht mehr alles machen. Ja? Aber das ist falsch. Es gibt eine Übersetzung. Das ist eine Übersetzung, man nimmt eine Aussage, man übersetzt sie auf eine gewisse Art und Weise, kommt eine neue Aussage raus und dann gilt folgendes Metatheorem. Genau dann besitzt die alte Aussage einen klassischen Beweis, wenn die neue Aussage einen konstruktiven Beweis besitzt. Das heißt, eine konstruktive Mathematikerin hat keine Probleme, in der klassischen Mathematik zu verstehen. Sie muss nur alle seine Aussagen, die er vor sich hin murmelt, kurz übersetzen. Und die Übersetzung ist auch sehr einfach. Die funktioniert im Grunde so, dass man vor jede Teilaussage, die der klassische Mathematiker vor sich hin murmelt, ein Nicht-Nicht setzt. Also wenn der klassische Mathematiker behauptet, es gibt eine natürliche Zahl n mit der Eigenschaft bla bla bla, dann höre ich als konstruktive Mathematikerin, es gibt Nicht-Nicht. Eine natürliche Zahl n mit der Eigenschaft, das nicht. Aber dann wird der Beweis ja relativ schwer im Konstruktiven wahrscheinlich, oder?
die Aussage wird ein bisschen verschachtelt mit nicht nichts, aber so ist es halt, ja. Aber der Beweis im Konstruktiven ist ja eventuell komplett anders und viel schwerer. Nö, weil nicht viel. Ja, aber ich dachte, Nee, das ist das war per Definition dasselbe hier. Aus drei Verleihungen kann ich nicht aus zwei Konstruktiv kann man nicht zwei Nichts kürzen zu null Nichts. Das geht nicht. Aber man kann drei Nichts kürzen zu einem Nicht. Okay. Ja? So. Es gibt so einen schönen Talk von André Bauer zum Thema The Five Stages of Acceptance of Constructive Mathematics. Ja, genau. Ein großartiger Talk. Wie so Disbelief und dann Bargaining. Genau. Und dann, das sind die fünf Phasen aus dem Traummodell nach Elisabeth Kübler-Ross. Ja. Übertragen auf konstruktive Mathematik. Und morgen, wenn du mit deinem Linux-Rechner vorbeikommst, kannst du dich freuen auf einen halbstündigen Vortrag über konstruktive Mathematik. Aber ich meine, das kennen wir auch, wenn ich orthogonale Komplemente in unendlichen Vektorräumen bilde. Ja. Zum Beispiel dort, ja. Da muss ich auch dreimal das Komplement bilden. Ja. Und vielleicht noch eine Bemerkung, bevor es jetzt wirklich weitergeht mit dem effektiven Topos. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen spoilern, dass ganz viel in effektiven Topos gilt. Ja? Es gibt halt einen sehr direkten Zusammenhang zwischen konstruktiver Mathematik und Programmierung. Ich zeige euch eine Folie davon, aber dann machen wir weiter. Ja? Nämlich hier zum Beispiel. Also, zum Beispiel eine Implikation zu beweisen, dass aus A B folgt, ist gleich gut, also eine konstruktive Implikation zu beweisen, ist gleich gut, wie einen Wert von so einem Funktionstyp anzugeben. Die Idee ist, dass so eine Funktion einen Zeugen von A nimmt und einen Zeugen von B dann berechnet und zurückgibt. Oder ein konstruktiver Beweis einer Konjunktion A und B gilt, ist gleich gut, wie einen Term von diesem Typ, ein Paar, welches vorne einen Zeugen von A enthält und hinten einen Zeugen von B. Ja? Und wenn man sich das alles durchüberlegt, dann kommt man auf Folgendes. Die Nicht-Nicht-Übersetzung, das, was eine konstruktive Mathematikerin machen muss, um das Gebrabbel von klassischen Mathematik zu verstehen, das entspricht unter dieser Übersetzung hier genau der Continuation Passing Style Transformation. Das bedeutet insbesondere, dass es möglich ist, innerhalb der Continuation-Monade das Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten zu beweisen. Also das Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten sagt, A stimmt oder A stimmt nicht. Oder ein bisschen präziser formuliert, entweder habe ich einen Zeugen von A oder ich könnte aus einem Zeugen von A B produzieren, was auch immer B ist. Ja, also ich könnte, das kann ich natürlich nur dann, wenn es gar keine Zeugen von A gibt, ja, weil ich bin nicht einfach in der Lage, was vom Typ B zu produzieren. So, und das geht halt normal nicht, aber in der Continuation-Monade schon. Hier ist der Term dafür angegeben. Wenn das Typ checkt, dann ist es bewiesen. Ja, genau. Also wir können darüber auf jeden Fall gerne mal einen Vortrag halten, aber jetzt würde ich vorschlagen, machen wir erstmal weiter. Ich habe ja schon mal gezeigt, aber dieses Fire oder Logic, das File-Ding mit dem Name, das jetzt irgendwie gecrashed war. Aber jetzt wieder funktioniert, genau. Ich muss das nochmal schicken. Das sind insgesamt fünf Aussagen, ja, die das alle gleich charakterisieren, ja, und haben genau alle ineinander überführen. Ja. Und die schönste davon ist wirklich dieser Kreuz-CC-Kombinator, das Peirce Law. Das ist ja die schönste Charakterisierung, die meisten Leute nicht kennen. Die sind aber alle, kannst du ineinander überführen, und dann kann man einen gescheiten Beweis schreiben. Da muss man also kein Programm machen, was das dann als Typ liefert, sondern ja, den Beweis hin. Ja. Der Beweis, das Programm ist dann hinter dem ISA-Beweis. Ja, ja, genau. Aber du kannst es nochmal hinschreiben. Ja. Okay. Ich will euch plastisch vor Augen führen, dass das Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten, Law of Excluded Middle, wirklich nicht stimmt im effektiven Topos. Dazu schauen wir uns eine Beispielaussage an, nämlich diese hier. Für jede Funktion von n nach n gilt, entweder ist f die Nullfunktion oder f ist nicht die Nullfunktion. Mit Nullfunktion meine ich die Funktion, die, egal was die Eingabe ist, immer als Ergebnis Null produziert. Ja? Der Graph sieht, ist eine Horizontale. So, im normalen Universum ist das eine logische Trivialität. Natürlich ist jede Funktion f entweder die Nullfunktion oder sie ist es nicht. Ja?
So, aber wenn wir uns anschauen, was diese Aussage eigentlich bedeutet als interne Aussage vom effektiven Topos, landen wir bei dieser Sache, die wir gleich durchgehen werden. Und diese Sache ist halt einfach falsch. So, was ist die Übersetzung? Die Übersetzung ist, es gibt eine Turingmaschine, die diese Aussage hier bezeugt. Die also die Codierung einer Turingmaschine M vom Band einliest. M soll dabei eine Turingmaschine sein, welche irgendeine Funktion von N nach N berechnet. Und diese Turingmaschine, um die es hier geht, soll dann entscheiden, ob M stets 0 als Ausgabe produziert oder nicht. Das ist die Übersetzung. Seht ihr, wie die Übersetzung zustande gekommen ist? Ja, also es fing an mit, es gibt eine Turingmaschine, die, das ist immer so bei den Übersetzungen. Und jetzt gehen wir hier halt die Quantoren durch. Ja? Hier steht ein Allquantor, für jede Funktion f gilt. Das bedeutet jetzt, dass die Turingmaschine zunächst mal was einlesen soll vom Band. Ja? Nämlich so einen f. Und eine Funktion f kann sie nicht einlesen, was soll schon eine Funktion sein? Sie kann nur Bandinhalte einlesen. Ja? Und daher muss man zunächst vereinbaren, bevor man die Übersetzung wirklich durchführt, wie man alle möglichen Objekte, die hier in der Aussage vorkommen, wie man die kodiert. Und die Vereinbarung ist halt die, dass man sich für eine Kodierung von der Turingmaschine entscheidet, wo man sich auch wieder irgendwie festlegen muss, ob ich jetzt ein ASCII als TXT-Datei kodiere oder irgendwie effizienter. Ja? Da ist auch zu bemerken, ich glaube, das habe ich hier, genau, dass sich diese Aussage, wenn man sie als Aussage vom effektiven Topos interpretiert, nur auf die berechenbaren Funktionen bezieht. Die Funktionen von n nach n, für die es eine Turingmaschine gibt, die die Funktion berechnet. Ja? Das heißt, der Sinninhalt ist von Anfang an schon mal ein leicht anderer als klassisch. Manche von euch könnten das hier doof finden, aber in Wahrheit ist das keine Konvention, sondern das ist ein Resultat. Ich darf nur dann die Bezeichnung n hoch n, das ist ja die übliche Schreibweise für die Menge der Funktionen von n nach n, verwenden, wenn Currying unterstützt wird. Wenn dieser Begriff, den ich mir da überlege, wenn der Currying unterstützt. Und dann kommt halt raus als Resultat, was ich jetzt hier nicht beweisen werde, aber was eigentlich auch nicht schwer ist, dass die einzige Möglichkeit im effektiven Topos den Wunsch nach Currying zu erfüllen, die ist, dass man nur die berechenbaren Funktionen in n hoch n reinschmeißt und nicht alle. Ja? Okay, also das ist die Übersetzung. Und wir sehen, dass diese übersetzte Aussage auf jeden Fall eine falsche Aussage ist. Denn eine normale Turingmaschine kann nicht herausfinden, ob eine andere gegebene Turingmaschine stets 0 produzieren wird als Ausgabe oder nicht. Das ist genau das Halteproblem. Das kann sie nicht machen. Aber im effektiven Topos zu Super-Turing-Maschinen ist diese Aussage durchaus korrekt. Wird dann die Turing-Maschine, wird das dann bereits mit, es gibt eine Super-Turing-Maschine, die eine Kodierung einer Super-Turing-Maschine, richtig, genau. Aber eine Super-Turing-Maschine kann doch nicht entscheiden, genau, ob eine Super-Turing-Maschine hält oder nicht. Nee, das kann sie nicht, richtig, aber die Super-Turing-Maschine kann trotzdem alle Zahlen aus n nach und nach durchprobieren. Hey, was ist m von 0, was ist m von 1, was ist m von 2? Genau, die muss ja immer anhalten. Das gehört hier zum Versprechen dazu. Ja? Es ist völlig egal, was diese Turingmaschine macht, wenn sie als Argument auf dem Band bekommt, eine Turingmaschine, die nicht anhält oder sowas. Sondern es geht nur darum, dass die Turingmaschine klarkommt mit anderen Turingmaschinen oder mit anderen Super-Turingmaschinen, welche solche Funktionen berechnen. Das heißt insbesondere, wenn man eine Funktion n reinsteckt in die neue Turingmaschine, in die übergebene Turingmaschine m, dann muss diese Turingmaschine m auch irgendwann anhalten mit diesem Input. Ja, dann ist es kein Halteproblem mehr, weil ich weiß, genau, dass sie immer anhält. Und genau, ja. Genau, ja. Genau. Und eine normale Turingmaschine kann das halt nicht. Die kann auch anfangen, 0 ausprobieren, 1, 2, 3, 4. Aber sie kann das nicht bis zum Ende machen. Ne? Haben wir dann das selbe Problem wieder für Funktionen auch entsprechend größer von Band? Genau. Wenn die Definitionsmenge hier irgendwie größer wird, dann können das auch Super-Turing-Maschinen wieder nicht. Ja. Ist die Übersetzung hier klar? Ja, also das ist ein ganz banales Beispiel für eine eigentlich triviale Aussage, die aber im effektiven Topos halt einfach nicht stimmt. Weil die Aussage dort eine andere Bedeutung hat, eine effektive Bedeutung. Ja, eine, dass die Aussage nicht nur irgendwie stimmt, sondern dass es auch eine Turing-Maschine gibt, die das eben Schritt für Schritt bezeugen kann. Gibt es eine Aussage im Topos der Turing-Maschinen, die ja in einem anderen effektiven Topos nicht gilt?
Ja, ja, gibt's. Also es gibt für alle Spielarten, gibt's, für alle Kombinationsmöglichkeiten gibt es Aussagen, die nur in dem Universum gilt, aber nicht in dem und dem oder sowas. Ja, wir werden noch ein paar Beispiele davon sehen. Wir haben noch keine Definition von effektiven Torus gesehen, ne? Nee, also, genau. Kann Z auch gleich F sein oder gibt es ein Axiom, was du Nee, forderst? Ja, es gibt ein Axiom, was dazu führt, dass der Topos der Mengen niemals als effektiver Topos gilt. Der Topos der Mengen ist übrigens ein Untertopos vom effektiven Topos. Untertopos sowas wie im geografischen Sinn, so wie Australien eine Teilmenge der Erde ist. Ja? Dazu sage ich vielleicht ganz am Ende nochmal was, wenn ihr mich daran erinnert. Wie viele Universen gibt es denn überhaupt? Ist das eine endliche Zahl? Eine echte Klasse, viele von. Okay. Ja. Also du kannst zu jedem Berechenbarkeitsmodell jeweils so einen effektiven Topos machen, dann kriegst du so 10 effektive Topoi oder so, wenn du so 10 Rechenmodelle kennst. Mhm. Aber du kannst auch zu jeder geometrischen Form, kannst du jeweils einen Topos drüber errichten. Und es gibt eine echte Klasse vieler Formen. Ja. Machen wir noch ein Beispiel. Jede Turing-Maschine M hält oder hält nicht. Wieder eine Trivialität, aber im effektiven Topos zu Turing-Maschinen stimmt sie nicht. Dort hieße sie nämlich übersetzt, dass es eine Turing-Maschine gibt, die die Codierung einer Turing-Maschine als Eingabe vom Band liest und dann rausfindet, ob M hält oder nicht hält. Und das ist falsch. Das ist halt das Problem. Und im effektiven Topos zu Super-Turing-Maschinen stimmt die Aussage wieder. Ich hoffe, dass langsam klar wird, quasi auch so ein bisschen intuitiv klar wird, wie man jede Aussage übersetzen kann zu einer externen Aussage wieder. Ne? Wie das so passiert, dass man von links nach rechts die Aussage durchgeht und immer so das Wort Turing-Maschine dazu schreibt. Ja, Jesse? Oder wer? Kann das durch eine Turing-Maschine entschieden werden? Ja, genau. Also wenn die Aussage, die Rand durch eine Turing-Maschine entschieden werden kann, dann gilt sie in... Genau. Aber auch bei allen Teilfloskeln, die eventuell vorkommen, musste auch wieder das Wort Turing-Maschine quasi dazu schreiben. Das hat man hier sehr gut gesehen, weil es geht nicht darum, dass eine Turing-Maschine von irgendeiner Funktion rausfindet, ob sie eine Nullfunktion ist oder nicht, sondern nur von einer Funktion, die gegeben ist durch eine Turing-Maschine. Also du tust nicht irgendwie nur am Anfang hinschreiben, eine Turing-Maschine soll folgendes können, Doppelpunkt, sondern du schreibst überall, wo das grammatikalisch sinnvoll ist, schreibst du das Wort Turing-Maschine quasi. Ja? Und Jesse, du hattest eine Frage oder Anmerkung? Ja, genau, richtig. Ja, genau. Ja. Schauen wir uns noch eine logische Trivialität an. Markovs Prinzip. Markovs Prinzip sagt aus, wenn man eine Funktion hat von n nach n und diese ist nicht die Nullfunktion, dann gibt es irgendeine Stelle n, wo f von n ungleich 0 ist. Klar, weil wenn es nicht die Nullfunktion ist, dann unterscheidet sich die Nullfunktion an irgendeiner Stelle. An der Stelle n. Ja? So, jetzt können wir wieder schauen, was diese Aussage als Aussage vom effektiven Topos eigentlich bedeutet. Das steht hier. Und dann werden wir sehen, dass das mal eine wahre Aussage ist. Also das ist eine klassische Tautologie, die auch im effektiven Topos stimmt. Die Übersetzung ist folgende. Es gibt eine Turing-Maschine, die die Codierung einer Turing-Maschine als Eingabe liest. Diese Turing-Maschine soll dann m heißen. Und wir bekommen versprochen, dass diese Turing-Maschine M folgendes macht. Die berechnet irgendeine Funktion von N nach N. Und zwar, versprochen, nicht die Nullfunktion. Und unter diesen Voraussetzungen soll jetzt die Turing-Maschine, um die es hier geht, die da oben, eine Zahl N aufs Band schreiben, wo F von N oder M von N wirklich nicht 0 ist. Weiß jemand, wie diese Turing-Maschine, um die es hier geht, funktioniert? Steht ja da. Unbeschränkte Suche? Ja, genau. Die probiert halt aus, was ist m von 0, was ist m von 1, was ist m von 2. Sie probiert das so lange raus, bis mal nicht 0 rauskommt. Soll jetzt kurz darauf achten, wir müssen schon terminieren, egal was Sache ist. Aber uns wurde ja versprochen, dass die Funktion hier nicht die Nullfunktion ist. Deswegen werden wir irgendwann terminieren. Markovs Prinzip gilt also im effektiven Topos. Ja? Du hast gerade gesagt, klassische Tautologie. Ja. Ist das ein fester Begriff bei dir? Also eine Aussage, die gilt ohne Beweisinhalt? Nee, ich habe damit gemeint, Aussage, von der ich gelernt habe im ersten Semester, ohne auf Konstruktivität zu achten, dass sie stimmt.
Also alle klassischen Theoreme sind ja, ja irgendwie tautologisch. Ja, ja, klar. Aber genau. das hat da nichts mehr zu tun mit deiner Sprechweise. Nein, ich meinte, nee, also ich hätte schon formal machen können, aber habe ich nicht gemacht. Okay, also das ist sozusagen eine Aussage, die nicht stimmt in einem beliebigen Korpus. Genau, richtig. Aber also in diesem Alternativuniversum stimmt sie, aber in anderen Alternativuniversen stimmt sie nicht. Weil der kleinste gemeinsame Nenner von allen Alternativuniversen ist wirklich nur konstruktive Mathematik. Ja, weiter? Genau, aber forderst du das für jeden effektiven Korpus zum Beispiel oder nicht? Nee, das fordere ich nicht, das ist eine Konsequenz. Also wenn es denn stimmt. Und genau, es stimmt auch bei effektiven Topos zu Super-Turing-Maschinen, ne? Genau. Genau, ja, aber ich frage mal, in effektiven Topos, also was die unbeschränkte Suche eigentlich zulassen möchte. Das ist eine Frage, ja, genau. Das hängt auch davon. Kein Axiom sozusagen. Nee, ist kein Axiom. Und ob dieses Wort das stimmt, ob das wirklich stimmt, hängt auch davon ab, ob wir in unserer Metalogik konstruktiv sind oder klassisch. Weil es gibt einen Unterschied, ob wir verlangen von einem Algorithmus, dass er hält oder dass er nicht hält. Ja? Quasi der Unterschied, ob wir verlangen, dass es einen klassischen Beweis gibt, dass der Algorithmus hält, oder ob es einen konstruktiven Beweis gibt, dass er hält. Das ist a priori ein Unterschied. Und hier in der Situation wissen wir ja nur, wir wissen nur klassisch, dass er hält, ja? Weil wir wissen, wenn f nicht die Nullfunktion ist, dann gibt es in klassischer Logik irgendein n, wo f von n ungleich 0 ist und spätestens dort hält dann diese Turing-Maschine. Ja. Gilt alles, was Nein, werden wir gleich ein Beispiel sehen. Und was auch nicht stimmt, ist, dass alles, was im effektiven Topos zu Turing-Maschinen gilt, dass es einfach im normalen Topos gilt. Dazu sehen wir direkt auf der nächsten Folie ein Gegenbeispiel. Lasst uns über die Church-Turing-These diskutieren. So, die Church-Turing-These, die besagt Folgendes, es ist keine mathematische These, es ist eine informale These über die reale Welt. Die sagt aus, wenn eine Funktion von n nach n in der realen Welt berechenbar ist, durch echte Computer mit Strom und so, dann gibt es auch eine Turing-Maschine, die f berechnet. Ja? Die meisten Leute glauben, dass die Church-Turing-These stimmt, weil bisher alles, was man sich so überlegt hat, was ein Computer halt bauen könnte, kann eine Turing-Maschine auch. Ja? Ein echter Computer hat irgendwie Zugriff auf Arbeitsspeicher, eine Turing-Maschine hat halt auch ein Band und so weiter. Es gibt aber auch Leute, die die Church-Turing-These so ein bisschen, dass sie denken, dass sie eventuell falsch ist mit so Quantenargumenten oder sowas. Ja, oder mit dem, was du ja sagst, mit dem System von so einem schwarzen Loch. Genau, oder sowas. Richtig, ja. Genau. Ja. Kurze Frage, wie mache ich echten Zufall in der realen Welt? Ja, definiere echte Zufall. Viele fangen an, dazu genau über atomaren Zerfall oder ähnlichen zu definieren, oder Rauschen oder freischwingende Transistoren. Ja, achso, und du meinst jetzt, Funktionen in der Maschine in der echten Welt haben Zugriff auf echten Zufall, aber genau. Turing-Maschinen haben nicht Zugriff auf echten Zufall. Ja, genau. Das ist so eine Streitfrage. Da musst du Analogrechner machen, der eine andere Funktion implementiert, aber kein Digitalrechner, der hat dann in eine Schaltung. Genau. ja. Also man muss das alles ein bisschen präzisieren, was reale Welt berechnen bedeutet. Und bis ins Letzte kann man es nicht präzisieren, aber so ein bisschen. Und wenn man anfängt, es ein bisschen zu präzisieren, dann ist vielleicht die Einstellung zu der These eine andere. Also ein bisschen ein Gegenargument zu dem Argument. Gerade steht ja schon da, hier steht ja eine Funktion f von n nach n. Ja. Wenn jetzt mal eine reale Maschine baut, die echten Zufall verwendet, dann bringt der echte Zufall ja nichts, um eine Funktion von n nach n zu realisieren. Ja, gut. Also so in erster Näherung, weil ich kann ja, wenn ich irgendeine Zufallszeit zurückgebe, dann wäre es keine Funktion, genau. Weil dann hängt meine Abgabe nicht nur von der Eingabe ab. Genau, richtig. Aber es könnte prinzipiell sein, dass es irgendwelche Aufgaben gibt, wo ich einen randomisierten Algorithmus für habe, aber keinen, der nur mit Pseudo-Zufallszahlen funktionieren würde. A priori ist das eventuell möglich. Ich kenne mich nicht genug damit aus, ob es wirklich möglich ist oder nicht. Schauen wir uns dieses Beispiel an. Jede Funktion f von n nach n lässt sich durch eine Turing-Maschine berechnen. Das ist eine Aussage, die im normalen Topos völlig falsch ist, weil es gibt viele unberechenbare Funktionen. Können wir wieder Cantor zitieren, wenn wir wollen. Es gibt überabzählbar viele Funktionen von n nach n, aber nur abzählbar viele Turing-Maschinen. Deswegen kann nicht jede Funktion von n nach n berechenbar sein. So, aber im effektiven Topos zu Turing-Maschinen ist diese Aussage eine Trivialität. Übersetzt heißt sie nämlich, dass es eine Turing-Maschine gibt, die die Kodierung von einer Turing-Maschine, welche so ein f berechnet, als Eingabe nimmt und dann die Kodierung einer Turing-Maschine ausgibt, welche f berechnet. Und das ist nicht schwer, weil die
gesuchte Codierung wurde ja schon aufs Band übergeben. Ja? Also CAT, das Linux-Kommandozeilen-Tool, das ist der Zeuge für diese Aussage hier. Ja? Das ist also ein Beispiel für eine Aussage, die klassisch nicht stimmt, aber in diesem effektiven Topos eben schon. Ja. Okay. Xaver? Du hast gesagt, dass konstruktive Mathematik sozusagen sowas wie der gemeinsame Nenner. Ja, genau. Ja. Genau. Es gibt nämlich einen Topos, keinen effektiven Topos, aber einen Topos, dem wirklich genau das gilt, was konstruktiv beweisbar ist und nicht mehr. Okay. Das wirft so ein bisschen die Frage auf. Also, ich kenne mich nicht ganz aus eigentlich mit Kettenschrank, aber wenn man, bevor es hier irgendwie gewisse Dinge ist, kann man das verfolgen. Ja. So, und jetzt könnte man versuchen, diese Definition zu ändern. Klar. Und dann vielleicht wieder einen gemeinsamen Nenner rauszukriegen, der vielleicht ein anderer ist. Könnte man versuchen. Also jetzt gibt es wahrscheinlich irgendwie gute Gründe, warum man... Ja. Ja. Die Topos-Axiome sind sehr, sehr gut. Die erklären, warum sie gut sind, ohne jetzt... Ja, auf jeden Fall, aber nicht jetzt, beim Essen. Ich habe eine Frage an euch. Stimmt diese Aussage im effektiven Topos zu Super-Turing-Maschinen? Die Übersetzung wäre dann, es gibt eine Super-Turing-Maschine, die die Codierung einer Super-Turing-Maschine vom Band liest und eine Turing-Maschine ausgibt, welche F berechnet. Das gibt's nicht. Weil es sind ja mehr Funktionen durch Super-Turing-Maschinen berechenbar als durch Turing-Maschinen. Und für uns hier, für Fans von funktionalen Programmiersprachen, ist das dann eine interessante Frage. Stimmt die Aussage mit effektiven Topos zum Lambda-Kalkül? Da wäre die Aussage folgende. Es gibt einen Lambda-Ausdruck, der als Argument eine anonyme Funktion kriegt, halt ein Lambda-Term, ja, aber als anonymen Ausdruck, und dann eine Turing-Maschine zurückgeben soll, welche die Funktion berechnet. Das ist auch wieder nicht möglich, weil in den Lambda-Term kann ich, wenn ich selbst ein Lambda-Term bin, nicht reinschauen. Ich kann den übergebenen Lambda-Term auswerten auf allen möglichen Inputs, wie ich will. Aber ich kann nicht reinschauen, was die Struktur des Lambda-Terms ist. Ja? Deswegen ist es im effektiven Topos zum Lambda-Kalkül falsch. Also stellt euch vor, die Frage ist quasi, könnt ihr ein Haskell-Programm schreiben? Das kriegt als Argument eine Funktion von n nach n und soll jetzt eine Turing-Maschine zurückgeben, was die Funktion berechnet. Das geht nicht. Ja? Aber umgekehrt wäre sozusagen, jede Funktion f von n nach n lässt sich durch einen Lambda-Ausdruck rechnen, der sowohl im effektiven Topos der Turing-Maschine als auch vom Lambda-Kalkül nicht. Im Lambda-Kalkül ist immer noch falsch. Weil, also da sollst du nicht eine Turing-Maschine programmieren, sondern einen Lambda-Ausdruck, und der bekommt halt als Argument einen f. Ja? Der kann nicht reinschauen. Als wenn du, also wenn du eine Haskell-Funktion programmierst, ja, und du kriegst eine Funktion höhere Ordnung, dann kriegst du die Funktion und du kannst sie auswerten, auf was auch immer du willst, aber du kriegst keinen Zugriff auf den Quellcode von ihr. Ja? Aber es ist egal, ob man hier Turing-Maschine oder hier Lambda-Ausdruck hinschreibt. Kannst du noch sagen, was du mit Lambda eigentlich meinst? Das untypisierte Lambda-Kalkül. Okay. Ich kann nochmal kurz. Ja. Also in der Übersetzung hier fällt mir jetzt auf, die eine Codierung einer Turing-Maschine einliest. Ja. Also Lambda hätte ich jetzt naiv übersetzt, der die Codierung eines Lambda. Genau. Ich meine, da rächt sich jetzt so ein bisschen, dass ich ganz wenig Sachen hier formal definiert habe. Ne? Aber die Übersetzung, muss mir quasi vertrauen, beim effektiven Topos zum Lambda-Kalkül ist nicht, dass ich eine Codierung von einem Lambda-Term bekomme, sondern dass ich einfach ein Lambda-Term bin, der halt ein Argument nimmt, einen F, und das F dann auswerten kann an verschiedenen Stellen. Aber ich bekomme keinen Zugriff auf den Lambda-Term selbst. Ja? Vielleicht sollte man weniger denken an Lambda-Terme, sondern einfach an Haskell-Programme. Gibt es ein Haskell-Programm, was das kann? Antwort nein. Aber was ist, wenn ich Zugriff auf den Compiler habe von? Ja? Also ich nehme die Lambda-Term definierte Prozedur, ja? Lass die kompilieren. Genau, aber ich krieg schon ich krieg quasi nur noch die Blackbox, ja? Nee, aber ich kann ja sozusagen das, wenn der sozusagen mächtig genug ist, meine Laufzeitumgebung auf die Festplatte schreiben und dann... Ach so, ja, dann geht's. Genau, genau. Richtig, ja, genau. Das ist sozusagen eigentlich interessant, also da richtig, kann man ja aus dem Topos ausbrechen. Ja, genau. Ja. Ja, Haskell ist halt immer eine schwere Aussage, weil in Haskell verschwimmen immer sehr viele Ebenen. Also für diese Funktion, also mit dem Zufall, ja. Man könnte nicht die Funktion
in der realen Welt von n nach n konstruieren, indem man sagt, die Funktion ist, also jemand fragt den Funktionswert ab, dann simuliere ich erstmal, wenn ich den n Funktionswert haben will, simuliere ich n zufällige Werte, ja, schreibe die auf und sage dann den letzten Wert. Und wenn jemand anders einen neuen Wert wissen will, ja, gucke ich, ob ich den schon aufgeschrieben hatte, ansonsten simuliere ich weiter. Mhm. Und ich meine, da habe ich natürlich eine Funktion, ja, in der realen Welt, ja? Ja, genau. Die hat aber State irgendwo. Ja, das war nicht gemeint. Ist aber egal. Also wenn ich meine, formalisieren will, muss ich den State wieder als Parameter haben. Die Frage, naja, die Frage ist sozusagen, was ist eine Funktion in der realen Welt? Oder was ist der Topos der realen Welt? Und das könnte ja. Genau. Ja. Ich meine, warum nicht? Also, ich meine, warum soll das keine volle Funktion sein? Ja. Ich muss ja auch noch das Ding haben, links eindeutig und rechts total. Andersrum. Rechts eindeutig und links total. Also ich muss ja auch gucken, dass immer das Gleiche rauskommt. Mhm. Deswegen schreibe ich es ja auf. Genau. Also ich muss mir sowohl die Eingaben merken, als auch alle Ausgaben, die ich bis jetzt schon rausgeschrieben habe. Genau. Ja. Also ich meine, das ist natürlich auch, weil wenn ich Programmiersprache habe, wo ich Zustände habe, dann kann ich so eine Funktion sofort hinschreiben. Genau. Ja. Das ist in der realen Welt vielleicht nicht, weil ich habe ja nur endlich viel Speicher. Das ist genau dann so ein bisschen eine Frage. Also bist du in der Lage, Speicher anzubauen, wenn du ihn brauchst? Das ist auch genauso ein bisschen das Faszinierende am effektiven Topos. Ja? Also wenn du irgendwie eine Lieblingsprogrammiersprache oder sowas hast, hast du automatisch auch einen effektiven Topos zu dieser Lieblingsprogrammiersprache und kannst dich dann halt fragen, welche Aussagen stimmen oder welche stimmen nicht. Und je nachdem, welche Features deine Lieblingsprogrammiersprache mitbringt oder nicht, sehen die Antworten anders aus. Und je nachdem auch, welche gedanklichen Idealisierungen du vornimmst. Zum Beispiel eben in der realen Welt hat jeder echte Computer hat nur endlich viel Speicher, aber vielleicht erlaube ich, dass wenn der Speicher ausgeht, dass jemand kommt und eine zweite Festplatte einbaut. Wenn ich das erlaube, habe ich unbegrenzt Speicher. Es sei denn wieder, ich sage irgendwie, es gibt nur sonst viel Atome im Universum, mehr kann ich nicht speichern, dann habe ich wieder beschränkt. Ja, also und man lebt ja auch nur endlich lange. Genau, man muss kann man dann seinen Kindern sagen. Genau. Genau. Ja, oder man erhöht halt immer die, genau, die Prozessorfrequenz. Genau, richtig. Ja. Genau. Das ist ja das schöne Gedankenexperiment. So, nehmen wir an, ich bin unendlich, ich lebe unendlich lange und damit hast du das Problem nicht. Nehmen wir einfach an, die Prozessortaktung erhöht sich immer um das Doppelte, genau, jede Minute und das heißt, wir berechnen alles immer doppelt so schnell. Und dann alle fünf Jahre wird schon genügen, ja. In alle drei Jahre muss ich neu starten, ich bin Windows-Update. Wir haben ja gleich noch einen NixOS-Vortrag und lass lieber NixOS installieren statt Windows. Ja. Aber kurz ja, Einwurf, Computer, ja, die ans Internet angeschlossen sind, sind natürlich in keiner Weise Turing-Maschinen oder sowas. Ja, ja. Ich meine, solche Probleme hast du ja nur, wenn du versuchst, mit genau einem Computer zu reden. Sonst ja brauchst du ja keine genau. Okay, ich habe noch zwei Beispiele für euch. Dieses hier und das auf der nächsten Folie und dann sind wir durch. Jede Funktion f von r nach r ist stetig. Zur Erinnerung, eine Funktion circa heißt stetig genau dann, wenn ich sie durchzeichnen kann, ohne den Stift abzusetzen. Diese Funktion ist stetig, diese Funktion ist nicht stetig. Das soll die Signumsfunktion sein, die ist immer minus 1. Bei der Stelle 0 ist sie genau 0 und bei der Stelle 1, ab 0 positiv ist sie 1. Ja? Diese Aussage ist also offensichtlich im normalen Topos völlig falsch, weil es gibt unstetige Funktionen, eine ist rechts skizziert. Es ist interessant zu sehen, ob diese Aussage in verschiedenen effektiven Topoi gilt. Insbesondere, ob sie im effektiven Topos zur realen Welt gilt. Das wollen wir beides gerade noch untersuchen. Hier noch eine präzisere Definition von Stetigkeit, eine, die für die Zwecke, die wir hier verfolgen wollen, ausreicht. Eine Funktion f heißt genau dann stetig, wenn Folgendes stimmt. Wenn ich f von x ausrechnen will, auf endlich viele Ziffern genau, dann soll ich auch nur endlich viele Ziffern von x brauchen. Das ist bei der Signumsfunktion nicht der Fall. Weil wenn ich nur endlich viele Ziffern von meinem x bekomme, kann ich eventuell nicht rausfinden, was das Signum von x ist. Je nachdem, welche Zahl. Ja? Wenn die Zahl anfängt mit 3,141, dann weiß ich, sie ist positiv. Aber wenn sie anfängt mit 0,000, dann weiß ich ja nicht, ob später noch vielleicht irgendwann eine 1 kommt. Das heißt, da brauche ich alle Ziffern von der Zahl, um das Vorzeichen zu entscheiden. Deswegen ist die Signumsfunktion auch wirklich im Sinne dieser Definition nicht stetig. Okay. So. Und im effektiven Topos der Turing-Maschine ist das aber eine wahre Aussage. Was ist hierbei eine reelle Zahl? Muss man definieren. Man kann es mit Dedekindschen Schnitten machen oder mit Cauchy-Folgen, weil im effektiven Topos zu Turing-Maschinen aber
absehbares Auswahlwachstum stimmt, sind die beiden Ergebnisse gleich. Also nehmen wir meinetwegen Cauchy-Folgen oder sowas. Und auf Deutsch heißt das jetzt Folgendes. Eine reelle Zahl aus Sicht von diesem effektiven Topos ist eine Turing-Maschine, der sage ich, hey, bitte berechne mir diese Zahl bis auf so und so viele Ziffern genau, und dann muss die Turing-Maschine das machen. Da sind dann automatisch nur die berechenbaren reellen Zahlen dabei. Pi zum Beispiel ist berechenbar. Ja? Das ist zwar transzendent und irgendwie komisch, aber es gibt ja sicherlich Turing-Maschinen, die so viele Nachkommaziffern von Pi berechnen, wie ich gerade will. Es ja? Gibt halt irgendwelche Algorithmen für Pi. Es gibt aber auch andere reelle Zahlen, die nicht berechenbar sind. Muss wieder so sein, ne? Weil es gibt überabzählbar viele reelle Zahlen, aber nur abzählbar viele Turing-Maschinen. Gut, um einen effektiven Topos zur Turing-Maschine stimmt es jetzt, und ich will grob das Argument skizzieren, nur grob. Ja? Also, angenommen, wir haben eine Funktion von f von r nach r im effektiven Topos zur Turing-Maschine. Dann ist es eine berechenbare Funktion, also eine Turing-Maschine. Eine Turing-Maschine, die eine reelle Zahl als Argument nimmt, also ihrerseits eine Turing-Maschine, die immer bessere Approximationen von der Zahl berechnet und eine andere reelle Zahl ausgibt, das heißt ihrerseits eine Turing-Maschine, die immer bessere Approximationen berechnet, wenn ich das will. Jetzt sei so eine Zahl x gegeben, also auch wieder im effektiven Topos, das heißt eine Turing-Maschine, die immer bessere Approximationen liefert, wenn ich das will. Und jetzt können wir Folgendes machen. Wir stecken x in die Turing-Maschine zu dem gegebenen f. Da kommt irgendein Ergebnis raus. Ja? Die Idee ist jetzt Folgendes. Die Turing-Maschine, die kann ja nicht das Halteproblem lösen oder sowas. Die Turing-Maschine kann daher nur, also die Codierung von der gegebenen Zahl x, der Programmcode von der Zahl x, hilft der Turing-Maschine nicht so viel. Was die Turing-Maschine nur machen kann, ist irgendwie x immer wieder auf größere Genauigkeit auszuwerten. Was ist denn die Zahl x auf 0,001 genau oder sowas? Und das macht also die Turing-Maschine, wertet x immer genauer und noch genauer aus, und irgendwann muss sie ja anhalten und ein Endergebnis produzieren. Also hat sie x nur nach irgendeiner gewissen endlichen Anzahl von Nachkommaziffern befragt. Also sind alle weiteren Ziffern egal für nichts. Versuch es nochmal kurz zu sagen. Eine Turing-Maschine, welche so ein f berechnet, wenn die einen x reinbekommt, dann fragt sie das x nach irgendwelchen Approximationen, um eben f von x zu bestimmen. Aber sie fragt nur nach endlich vielen Approximationen. Irgendwann muss Schluss sein, weil die Turing-Maschine hält. Also sehen wir, dass eine gewisse endliche Anzahl von Nachkommastellen genügt hat zur Bestimmung des Ergebnisses. Das ist grob die Idee. Das ist noch überhaupt kein Beweis, weil die Turing-Maschine hat eben schon Zugriff auf den Quellcode von dem Programm, was x berechnet. A priori könnte das zu höheren mächtigen Features verhelfen. Ja? Tut es aber nicht, muss man beweisen. Okay. Interessant ist noch folgende Beobachtung. Ob denn diese Aussage im effektiven Topos der realen Welt stimmt oder nicht stimmt. Und da kann man sich jetzt Folgendes überlegen. Wenn es in der realen Welt folgende drei Dinge gibt, dann stimmt die Aussage im effektiven Topos zur realen Welt. Es muss Blackboxes geben, es muss private Kommunikationskanäle geben und in endlicher Zeit können endlich wieder Rechenschritte ausgeführt werden können. Eine Blackbox soll sein, sowas wie, dass ich halt einen Computer habe und irgendwie so abschirme, dass ein anderer Computer nicht analysieren kann, was dieser Computer macht. Dass der nur auf die API von dem Computer zugreifen kann. Der kann irgendwie Zahlen reinschicken und es kommen Zahlen raus, aber er kann nicht analysieren mit Röntgenstrahlen oder wie auch immer, wie der Computer vorgeht. Das soll eine Blackbox sein. Es ist eure Entscheidung, jetzt zu überlegen, ob es Blackboxes in der realen Welt gibt oder nicht gibt. Und ein privater Kommunikationskanal soll Folgendes sein. Und das soll die Möglichkeit sein, dass so ein Computer irgendwie ein Ergebnis, ein Zwischenergebnis nach Hause funkt zu seinem Erschaffer. Ja? Ist die Frage, ob das möglich ist. So, dass andere Computer nicht interferieren können mit diesem Funksignal. Das ist eine Entscheidung, die ihr jetzt trefft, ob ihr glaubt, dass es in der realen Welt möglich ist oder nicht möglich ist. Und dann die letzte Entscheidung, die ihr treffen müsst. Glaubt ihr, dass solche schwarze Loch-Tricks möglich sind oder nicht möglich sind? So, wenn ihr aber glaubt, es gibt Blackboxes und es gibt private Kommunikationskanäle und unendlich viele Rechenschritte in welcher Zeit sind nicht möglich, dann stimmt diese Aussage im effektiven Topos zur realen Welt. Mit in etwa genau demselben Argument, was ich eben schon gegeben habe. Ich
wiederhole das nochmal, jetzt nicht mit Turing-Maschinen, sondern mit Echtweltcomputern. Kannst du vorher nochmal die übersetzte Aussage sagen? Ja, ist nur verklausuliert, ne, wie immer. Die übersetzte Aussage wäre, es gibt eine Maschine, Turing oder Realwelt, es gibt eine Maschine, die nimmt als Eingabe eine andere Maschine, welche so eine Funktion f berechnet. Die nimmt außerdem als Eingabe eine Zahl x, das heißt genauer eine Maschine, die immer bessere Approximationen an x berechnet, wenn ich Sie darum bitte, und gibt als, nimmt außerdem noch eine letzte Eingabe, nämlich eine Anzahl Nachkommastellen, und zwar die Anzahl Nachkommastellen, die ich von f von x haben will. Und diese Maschine soll produzieren, als Ausgabe, die Anzahl Nachkommastellen, die ich von x brauche, um das Ergebnis zu bestimmen. Und unter diesen drei Bedingungen hier ist das möglich. Weil, wenn ich eine, ich kann Folgendes machen, ja? Wir sind jetzt diese Realweltmaschine. Wir bekommen als Eingabe eine andere Realweltmaschine, die eine Funktion von r nach r berechnet. Wir bekommen außerdem als Eingabe den x und eine gewünschte Genauigkeit von f von x. Wir wollen herausfinden, auf wie viele Ziffern muss ich das x auswerten, um das Ergebnis produzieren zu können. So, dann machen wir Folgendes. Wir haben die Funktion f als Realweltmaschine und wir haben x. Jetzt stecken wir x in die Realweltmaschine rein, da kriegen wir f von x raus. Wir machen aber eine kleine Modifikation davon. Nämlich, wir tun nicht die Maschine x in die Maschine f reinstecken, sondern wir tun an der Maschine x noch ein kleines Funkgerät montieren, welches uns nach Hause, also uns, die Information zurückfunkt, die wievielte genaue Approximation von x diese Maschine gleich verlangen wird. Immer wenn dann diese Maschine f von der übergebenen Maschine, die wir also modifiziert haben, wenn die Maschine die Maschine bittet, hey, was ist denn dein Wert auf so und so viele Nachkommastellen genau, dann funken wir zurück, die Maschine hat mich gerade gefragt, auf wie viele Ziffern genau ich, dass ich auf sie, was mein Ergebnis auf 7 Ziffern ist oder auf 30 Ziffern oder sowas. Weil es private Kommunikationskanäle gibt, ist das ja möglich. Und weil wir das Ganze noch in der Blackbox tarnen, kann die Maschine für f nicht herausfinden, dass wir diese Funktricks machen. Und weil wir davon ausgehen, dass unendlich viele Rechenschritte in endlicher Zeit nicht möglich sind, kann es nicht sein, dass die Funktion f unser x nach einer Zehntelnäherung fragt, nach einer Hundertstelnäherung, nach einer Tausendstelnäherung und so weiter und nie aufhört. In dem Fall würden wir nämlich, wenn wir hier unser Funkgerät haben, würden wir einfach sehen, aha, schon wieder eine neue Näherung, schon wieder und wir würden nie zum Ende kommen. So, aber wir gehen eben davon aus, dass es nicht sein kann. Das heißt, wir lauschen genau hin, auf welche Genauigkeit die Maschine eben unser x braucht und schreiben zum Schluss die letzte Genauigkeit auf und wissen, aha, die Maschine hat zu ihrer Auswertung nur die ersten 1000 Nachkommaziffern gebraucht. Und dann wissen wir, aha, 1000 genügt. So geht's, ja. Okay, und das finde ich wirklich eine faszinierende Sache. Man kann also irgendeine Aussage nehmen, die normalerweise trivial ist, oder auch eine Aussage, die normalerweise falsch ist, und dann fragt man sich, ob die im effektiven Topos zur Realweltmaschine stimmt. Stimmt die Aussage im effektiven Topos des Lambda-Kalkuls? Ja. Aber da funktioniert dieser Trick, den wir jetzt in der Realwelt gemacht haben, nicht, weil wir können ja da nicht irgendwie so rauskommunizieren, ne? Nee, das funktioniert da nicht, aber das ist genau die Sache mit den scheinbar unmöglichen funktionalen Programmen. Ah, Gott. Ne? Erster Vortrag, der aufgezeichnet wurde. Ja. Und zu Super-Turing-Maschinen, nee, da ist die Aussage falsch. Weil eine Super-Turing-Maschine kann schon sowas berechnen. Ne? Die kann alle Nachkommaziffern von x durchgehen und dann schauen, ob es alle 0 waren. Ja? Also ich lade euch ein, eure lieblingslogische Aussage zu nehmen und zu schauen, ob ihr im effektiven Topos zur Realweltmaschine stimmt. Ihr könnt die Aussage nicht entscheiden, ja, nicht beantworten, aber ihr könnt irgendwelche Bedingungen an die echte Welt stellen, die dann die Aussage garantieren. Wenn man die Unterscheidung macht zwischen intuitionistisch und konstruktiv, ja? Dann wäre intuitionistisch sozusagen das ganz klassische intuitionistisch. Genau, ja, je nachdem, was du jetzt mit ganz klassisch meinst, aber ja. Achso, das wär für mich konstruktiv. Intuitionistisch für mich intuitionistische Logik, das heißt klassische Logik ohne Lemm und DNE. Und konstruktive Mathematik ist, wenn wir jetzt unter uns sind, ne, dann wäre es intuitionistische Logik plus ein Prinzip wie dieses hier. Ah, das ist bei dir konstruktiv? Ja. Ah, ich hätte es umgedreht. Okay, egal, gut. Genau, also ich meine, ist denn sozusagen, ist denn zum Beispiel, also ist das,
was am Anfang stand, also ist das Fan-Theorem oder so etwas dann wirklich gültig? Im effektiven Turing-Maschinen ist es ziemlich sicher gültig, ja. Ja. Also, okay. Ja. Dann ist die Frage, kommt noch irgendwas dazu, was wirklich wesentlich ist? Für den effektiven Topos oder könnte man einfach... Nee. Also der effektive Topos der Turing-Maschine ist eine schöne Spielwiese für konstruktive Mathematik im Sinne von Brouwer. Okay. Genau. Ja. Okay, letztes Beispiel. Wir wollen nochmal zurück zu Cantor. Ja? So. Cantor hat bewiesen und Macarius hat nochmal neu bewiesen hier im Kernel Club in Isabel, dass es keine Surjektion gibt von n in die Menge der Funktionen von n nach n. Surjektion ist sowas wie hier, eine Funktion, die alle Bilder in der alle Elemente in der Zielmenge trifft. Und anschaulich bedeutet die Existenz von so einer Surjektion, dass die Menge, mit der wir starten, größer oder gleich groß ist wie die Menge, mit der wir enden. Aber es gibt eben keine so eine Surjektion. Ja? Es gibt keine Möglichkeit, alle Funktionen von n nach n aufzuzählen. Die gibt es nicht. Anschaulich heißt das, dass die Menge n hoch n, also die Menge der Funktion von n nach n, viel größer ist als n. Gut. Jetzt können wir den Spieß umdrehen und nach Injektionen fragen. Gibt es oder gibt es nicht eine Injektion von n hoch n nach n? Wenn es so eine Injektion geben würde, das wäre quasi das rechte Bild, dann hieße das anschaulich, dass n hoch n weniger viele Elemente enthält als n. Und das drückt also genau dieselbe Intuition aus wie hier. Und wir wissen aber schon, dass n hoch n mehr Elemente enthält als n. Ne? Also wissen wir, dass es keine Injektion geben kann. Wenn man da jetzt aber genau aufpasst, sieht man, dass man dabei klassische Logik verwendet hat. Und es war eine Frage, die war auch längere Zeit offen, bis André Bauer sie dann entschieden hat, ob man rein konstruktiv, also nur mit den Axiomen intuitionistischer Logik, beweisen kann, dass es keine Injektion gibt. Der Beweis hier oben, dass es keine Surjektion gibt, was uns Macarius auch vorgeführt hat, der ist völlig konstruktiv, einwandfrei, ist kein Problem. Aber die Frage ist, kann man konstruktiv beweisen, dass es keine Injektion gibt? So, und das haben die Leute versucht, aber sie sind gescheitert. Und das Problem ist nur, dass jemand scheitert, einen Beweis zu finden, heißt ja nicht, dass es keinen gibt. Und André Bauer hat jetzt eben gezeigt, dass es wirklich keinen Beweis gibt. Und das hat er gemacht, indem er gezeigt hat, dass im effektiven Topos zu Super-Turing-Maschinen es eben doch eine Injektion von n hoch n nach n gibt. Daher kann es keinen konstruktiven Beweis geben, weil sonst würde es ja an allen Topper gelten, also auch im effektiven Topos zu Super-Turing-Maschinen. Und dort ist aber falsch. Okay, und ich will euch gerade noch erklären, warum diese Aussage, dass es eben doch eine Injektion von n hoch n nach n gibt, warum die im effektiven Topos zu Super-Turing-Maschinen stimmt. Letzte Sache, ja? Was bedeutet denn diese Aussage übersetzt? Das bedeutet, dass es eine Super-Turing-Maschine gibt, welche bei Eingabe einer Kodierung einer anderen Super-Turing-Maschine A, welche eine Funktion von n nach n berechnet, dann eine Zahl n von A berechnet und aufs Band schreibt. Ja, wir sollen eine Zahl aus n produzieren. Und es soll injektiv sein. Das heißt, die Zahl, die wir produzieren, n von a, die soll immer eine andere sein, wenn auch die Funktion, um die es geht, eine andere ist. Also n von a darf nur dann gleich n von b sein, wenn a und b, die beiden Super-Turing-Maschinen, dieselbe Funktion berechnen. Das ist die Übersetzung der Aussage. Eine Idee, wie die Super-Turing-Maschine funktionieren könnte, um die es im Hauptsatz geht, ist folgende und die funktioniert aber nicht. So, wenn wir die Kodierung von dieser Super-Turing-Maschine bekommen, dann ist das also so eine ASCII-Datei, ne, mit den Zustandsübergängen. Aus dieser ASCII-Datei können wir auch eine riesig lange natürliche Zahl machen, ja, indem wir all die Hexcodes irgendwie nebeneinander schreiben, ist mir egal wie. Und dann könnten wir einfach sagen, dass wir als Ergebnis n von a halt diese riesig lange Zahl zu der Kodierung von der Super-Turing-Maschine ausgeben. Das ist eine gute erste Idee, aber funktioniert nicht, weil es kann doch schon sein, dass eine und dieselbe Funktion von n nach n berechnet wird durch viele verschiedene Super-Turing-Maschinen. Und dann werden die Ergebnisse n von a und n von b ungleich, obwohl a und b dieselbe Funktion beschreiben. So einfach geht es also nicht. Und wenn es so einfach ginge, wäre es auch im effektiven Topos der Turing-Maschinen richtig. Und dort ist es nicht richtig. Wir brauchen also ein cleveres Argument. Das clevere Argument kommt auf die nächste Folie. Wie ist die Stimmung? Injektion?
nach Voraussetzung terminiert A. A soll die Codierung einer Super-Turing-Maschine sein, welche eine Funktion von n nach n berechnet, welche also bei jeder Eingabe terminiert. Das heißt, wir können einfach vergleichen, ob die nte Super-Turing-Maschine dasselbe Verhalten zeigt wie A. Dafür brauchen wir omega viele Schritte, aber omega viele Schritte haben wir ja. Ja? Gut, und sobald wir die erste Turing-Maschine gefunden haben, die dasselbe Verhalten zeigt wie A, dann geben wir diese Zahl n aus. Kurz gesagt, wir ordnen einer Super-Turing-Maschine A die erste Nummer einer Super-Turing-Maschine zu, die dasselbe Ausgabeverhalten zeigt wie A. Und das erfüllt die Bedingung, die da unten steht. Sollte n von A gleich n von B sein, dann haben A und B auch dasselbe Ausgabeverhalten. Wir haben also geschafft, unsere Ausgabe n von A unabhängig von der Codierung der Super-Turing-Maschine selbst zu machen und nur abhängig zu machen von der Funktion, die sie beschreibt. Okay, und das finde ich einfach ein super skurriles Beispiel. In dem effektiven Topos der Super-Turing-Maschine stimmt es immer noch, dass es keine Sojektion von n nach n hoch n gibt, weil das wurde durch einen konstruktiven Beweis gesichert. Aber es gibt halt schon eine Injektion von n hoch n nach n. Ja? Okay, mein Schlusswort zu effektiven Topoi. Ich finde die richtig cool, weil die so quasi Vergegenständlichungen von Berechnungsmodellen sind. Zu jedem Berechnungsmodell habe ich jetzt halt ein ganzes Alternativuniversum, was ich erforschen kann. Insbesondere kann ich so verschiedene Rechenmodelle miteinander vergleichen. Ich kann eben schauen, welche Aussagen gelten in den jeweiligen effektiven Topoi. Und das Ganze bekommt auch noch eine schöne geometrische Struktur, denn ich kann mich fragen, was Untertopoi vom effektiven Topos sind. Im Sinne von Teilkontinente oder sowas, ja? Und das führt dann auf die Theorie der Turing-Grade, auf die ich bei der Mailingliste Werbung gemacht habe. Ja, man kann Turing-Maschinen verstärken, indem man ihnen Zugriff auf irgendein Orakel erlaubt. Dann kriegt man einen neuen effektiven Topos. Effektiven Topos zu Turing-Maschinen plus Orakel. Und das wird ein Untertopos sein, Teiltopos von dem alten effektiven Topos. Das heißt, so ein effektiver Topos, der hat eine wahnsinnig reiche Struktur an Untertopoi, die ganz kompliziert ineinander verschachtelt sind. Nämlich genauso, wie es substanziell verschiedene Möglichkeiten gibt, Turing-Maschinen mit Orakeln zu versehen. Finde ich einfach eine tolle Sache. Ich wünsche euch, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche uns jetzt noch zwei schöne andere Vorträge. Vielen Dank.